zu den Leuten nach Hause, aber man sieht noch so ein Titelbild. Das kannst du morgen dann in der Mediathek kannst du dir das angucken. Es Mach geht ich. Eigentlich schon los. Und jetzt schaltet der Robert rum. Okay. Und es geht los. Hallo liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Hinzmann Live und zwar in Leipzig, um es genau zu sagen, in der Dresdner Straße 25 in der Rumpelkammer. Heute wieder mit einem ganz besonders spannenden Gast, jemand, der sehr, sehr viel in seinem Leben, nicht nur politisch erlebt hat, der sehr, sehr viel getan und bewegt hat, aber darauf gehen wir gleich noch ein. Erstmal muss ich sagen, man sieht mir das vielleicht an, der Sommer ist da, ich schwitze wie verrückt. Ist gleich still hier in der Rumpelkammer, die Leute sind angewidert, gleich gehen sie nach Hause. Ja, widerwärtig. Das ist mein Publikum. Da hinten ist meine Kamera. Ich muss die Kamera hier wegnehmen. Kann man das jetzt? Ja, da hinten. Der Herr da hinten ist ein absoluter Liebling. Wenn er mir noch weiter ans Herz wächst, muss ich ihm einen Namen geben. Er sitzt dort immer, oder? Nein, ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Deswegen ist es ja besonders schlimm, dass ich so ekelhaft heute bin. Widerwärtig, abartig. Es tut mir leid, nicht? Zu Hause wird jetzt zugeschaut bei dir, Micha, und die Leute denken sich, wo hat er sich denn hin verirrt? Neben mir sitzt Michael Weichert und ich bereite mich eigentlich nie vor. Gut, den Herrn Weichert, den kenne ich. Aber der Herr Weichert hat noch was mitgebracht, nämlich einen Zettel und da stehen alle wichtigen Sachen drauf, damit sich der Hinzmann eigentlich gar nicht vorbereiten muss. Michael Weichert ist nämlich 63. Na? Stimmt, genau. Michael Weichert ist von Beruf seit 2014 Ratgeber und Freiberufler. Richtig. Was heißt denn Ratgeber und Freiberufler? Ja, ich bin freiberuflich. Du musst noch ein Stückchen näher rangehen. Das ist ein Rat von mir an der Stelle. Ja, ich bin freiberuflich tätig und gebe Rat, wer den Rat begehrt. Ja, ich brauche immer Rat in dieser Sendung. Hast du gesehen? Eben hat das Tonmischpult nicht funktioniert mit diesen Dingern. Letzte Woche waren die Kameras kaputt. Das Licht ist immer schrecklich. Gib uns doch mal einen Rat. Ich gebe natürlich an der Stelle Rat, wo ich denke, dass ich eine Kompetenz dazu habe. Und das ist aufgrund meiner Biografie immer die Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Kultur. Okay. Wer kommt zu dir und möchte Rat? Wo kannst du vermitteln? Das sind in der Regel Unternehmen und Institutionen, die gerne einen Rat haben wollen, wie man eine Gesetzesänderung organisiert, wie man innerhalb der Wirtschaft der Leipziger Wirtschaft bekannter wird als Unternehmen, als Institution, als Bildungseinrichtung. Aber auch so schöne, spannende Dinge wie das MobiPro-EU-Projekt, wo es darum geht, spanische Jugendliche, die arbeitslos sind, keinen Ausbildungsplatz zu Hause bekommen, hierher zu kriegen in Handwerk und Gastronomie, wo jede Menge freie Ausbildungsplätze da sind und niemand die besetzen will. Also das ist auch eine Schiene, auf der du dann tätig bist, jetzt auch wieder, wie ich dann heute auf Wikipedia, da gehen wir gleich noch drauf ein, gelesen habe, die wirklich genutzt und gebraucht wird. Na klar, sonst wird es ja nicht bezahlt. Nee, das ist immer so eine Sache. Es gibt ganz, ganz viele Dinge in Leipzig, die da sind und existieren und auch schon seit Jahren, die aber nicht wirklich benötigt, gebraucht oder gefordert sind und deswegen auch so vor sich hin schleichen. Das kommt noch in der nächsten Zeit auf die Sendung zu. Ich habe noch nie in meinem Leben wirtschaftlichen Unsinn betrieben, sondern ich war immer unternehmerisch tätig, war immer eigenverantwortlich, immer selbstständig und es musste irgendwie unterm Strich auch was bei rauskommen. Mit jeder Aufzählung eigenverantwortlich bin ich ein Stück tiefer in meinen Sitz zurückgesunken. Ja, auf wirtschaftliche Füße, liebe Zuschauer zu Hause und hier in der Rumpelkammer, stellen wir das Ganze noch. Die Leipziger daheim kennen dich in erster Linie vielleicht noch durch Fernsehauftritte als Politiker. Für Bündnis 90 Die Grünen, ja. Dort warst du, pass auf, ich habe hier einen Zettel, ein ganz, ganz großer Grünen-Politiker hat mir nämlich einen Zettel geschrieben, da kann ich sogar sehen, seit wann du nämlich Mitglied bei, das sagst du mir selber, seit wann warst du bei den Grünen aktiv? Also eigentlich habe ich seit 89 angefangen im Neuen Forum. Ja. Aus dem Neuen Forum entstand 1990 zu der ersten freien Wahl in der DDR noch. Das Wahlbündnis 1990, das waren die Menschenrechtsorganisationen der DDR, die sich zusammengeschlossen haben und nach der Wiedervereinigung trat man dann auch gemeinsam an für die Bundestags- und die Landtagswahlen und im Verlauf des Jahres 1991 haben die Leipziger als erste sich Bündnis 90 und mit Grünen zusammengeschlossen. Danach wurde das dann sachsenweit als Modell gemacht und seit 1993 gibt es jetzt bundesweit die gemeinsame Partei Bündnis 90 Die Grünen. Und du bist dann dort auch für die Grünen im Landtag unterwegs gewesen? Zunächst im Stadtrat. Ja. Und von 2004 bis 2014 im Sächsischen Landtag, ja. Ja, und dann bist du zuletzt angetreten nochmal im Erzgebirgskreis.
Das war aber eine andere Wahl, nicht mehr Landtag, sondern ja. Landratswahl. Aber das ist das Letzte, was du jetzt wirklich für die Grünen noch auf politischer Ebene ja. an Wahlen mitgemacht hast. Mhm. Und dort hattest du, das weiß ich nicht, ob ich mich da richtig erinnere, dort hattest du das beste Ergebnis des grünen Politikers, das es dort im Erzgebirgskreis bislang gab, seit es ja. die Grünen dort gibt. Es war zwar trotzdem nicht viel, aber ich hatte das vorhergehende Ergebnis verdoppelt. Das heißt ja nicht, das Wichtige ist, dass man sagt, das ist das Beste. ja. Weißt du, Micha, das hier, ja, ich will es dir nur sagen, falls du es nicht gelesen hast, ja, das hier ist die beste Live-Sendung fürs Internet, die es in der Rumpelkammer jemals gegeben hat. Das merke ich seit Anfang an. Das ja, ist wunderbar. Ja, ehrlich, als du gerade gesehen hast, wie es war eigentlich schon 22 Uhr und es ging gar nicht richtig los, weil ich muss den Menschen zu Hause noch, bevor es hier richtig losgeht, ne? Bevor wir auch mal was Persönliches, es gibt Zufallsfragen. Ne? Hier drin sind von Menschen daheim gestellte Zufallsfragen, allgemeine Dinge, die betreffen nicht dich, die können von jedem interessant beantwortet werden. Wir schauen mal, wie du das machst. Vorher muss ich ganz kurz eine Sache sagen. Wir haben natürlich zwei Kameras und die eine zeigt uns hier am Tisch, die andere, die kann dich zeigen, wenn ich sie vorhin nicht umgestellt hätte. Ne? Die könnte dich hier, das ist der Micha, wie man ihn zu Hause privat erlebt, wie er sich selbst im Spiegel beim Zähneputzen sieht, nicht wahr? So, aber die Kamera kann noch viel, viel mehr. Die kann nämlich da drüben zeigen, wo die Technik steht. Und dort ist ein Mensch, er nennt sich Robert. Es ist Robert aus der letzten Woche, der sich im Internet Carlos nennt. Und Robert bedient unseren Chat. Das heißt, wenn Menschen jetzt zu Hause zuschalten, können diese Leute Fragen stellen. Deswegen, Robert hat auch ein eigenes Mikrofon. Jetzt möchte ich aber noch mal wissen, ob das beim Robert, der im Internet Carlos heißt, auch funktioniert. Funktioniert? Funktioniert es? Hast du es an? Ja, ich muss jetzt schon ganz nah rangehen. Ja. So, genau. Was ich jetzt fragen wollte ist, wie läuft denn das jetzt ab? Habe ich dich richtig eingestellt? Weil das Doofe ist ja, dass wir jetzt so weit voneinander entfernt sitzen, ich muss ja deine Kamera einstellen. Das heißt, du musst mir so Zeichen geben, links, rechts, links. Das ist... So war das beim Leipzig-Fernsehen übrigens auch, Micha. Und das ist der Grund, warum es dem Sender immer so schlecht ging. Weil man hatte immer wirklich unterschiedliche Leute und die linke Hand wusste nicht, was die rechte tut. Und na, das ist... Jetzt gucken wir mal, wie man aus der Nummer wieder rauskommt. Es gab auch eine sehr differenzierte Gesellschaftsstruktur. Das stimmt. Das war auch ein Problem. Das ist wohl wahr. Wie empfindest du das denn? Braucht ein Lokalsender, wenn wir gerade beim Thema sind, braucht ein Lokalsender in Leipzig Leipziger Lokalthemen oder ist diese sachsenweite Schiene, die seit Jahren gefahren wird, etwas Vernünftiges? Wirtschaftlich ist es sicherlich was sehr schmackhaft ist, aber für die Menschen hier in Leipzig? Also ich bin jetzt kein Medienexperte, aber was ich selber beobachte, ist, dass die Leipziger natürlich für die Leipziger Themen sich interessieren und deswegen Leipzig Fernsehen gucken. Wenn dann aus dem Leipzig Fernsehen Sachsen Fernsehen wird und man guckt dieselben oder ähnliche Sachsen-Themen wie beim MDR, ja. Dann kann ich mir vorstellen, dass das eine Konkurrenz ist. Und also ich habe das immer als sehr, sehr angenehm empfunden, wenn ich beim Leipzig Fernsehen bei euch mal dabei sein durfte. Ich wurde von ganz vielen Leuten hinterher angesprochen. Also es hatte eine unheimliche Nachhaltigkeit, aber eben innerhalb von Leipzig. Und ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn das größer gemacht wird. Da gibt es sicherlich auch wirtschaftliche Zwänge und so weiter, aber ja, Lokalfernsehen also ist eben Lokalfernsehen ist das, und nicht Landesfernsehen. Ne? Genau, das mit dem angesprochen werden, das ist dann halt, dann muss derjenige, der angesprochen werden will, einfach nur weiter rausfahren. Nee, die Leipziger interessieren sich natürlich in erster Linie, das hast du richtig gesagt, für die Leipziger Themen und das ist was ich persönlich auch sehr vermisse, dass man auch die kleinen Themen bedienen kann. Ne? Jetzt muss es hier schon wirklich arg böse zugehen, damit ein großes Thema draus gemacht wird und früher hatte man dann die Möglichkeit, durch diese einzelnen Sender Dresden, Chemnitz und Leipzig eben auch den Weißeplatz zu bedienen. Oder mal nach Grünau zu fahren und einfach zu einer Mutti in die Wohnung zu gehen, den Blumenstrauß vorbeizubringen. Und das sind so diese Themen, die kamen bei den Menschen immer sehr, sehr gut an. Auch diese Fahrten in der Straßenbahn mit Talk in der Bahn. Und also gab ja ganz viele interessante Formate. Und solange ich das beobachtet habe und auch mit dabei sein durfte, war Leipzig Fernsehen immer das Fernsehen, wo ich das größte Feedback hatte. Braucht man denn, jetzt ist ja die Struktur so, dass beide in einem Haus sitzen, Leipziger Volkszeitung und das Leipzig Fernsehen, sich dort auch in gewissen Sachen austauschen. Das Leipzig Fernsehen produziert Videobeiträge für die LVZ, für den Online-Bereich. Braucht eine Stadt in der Größenordnung wie Leipzig ein separates Lokalfernsehen? Und das ist nur eine persönliche, ich weiß, du bist kein Experte, aber das ist ein Empfinden, da haben wir schon in den letzten Wochen mal drüber gesprochen, eine persönliche Meinung. Ein separates Lokalfernsehen und eine Tageszeitung, die getrennte Wege gehen? Vielfalt. Also ich denke, dass meine guten Erfahrungen dazu Ja sagen, also jawohl, es muss natürlich wirtschaftlich funktionieren. Es kann nicht sein, dass das der Steuerzahler finanziert, also es muss sich selber tragen. Ja. Und wenn das der Fall ist, wenn die Wirtschaft, wenn die Kaufkraft so groß ist, dass man das machen kann, dann würde ich das immer empfehlen zu machen. Okay.
Weil das sind so die Themen, die in der letzten Zeit diskutiert wurden, gerade in diesem Bereich. Viele Zuschauer finden es natürlich auch schade. Das Internet ist groß im Kommen. Nutzt du denn das Internet auch für Videoinhalte, gerade in lokalen Bereichen? Eher weniger. Also ich bin ganz viel bei Facebook, da kommt es natürlich auch viele Videos. Da kommst du ja nicht drum rum. Videos, da komme ich natürlich nicht drum rum. Na klar. Ich habe gesehen, bist du gestern Fahrrad gefahren? Ja. Da sieht man immer diese Strecken, wo man sich denkt, was machen diese Leute? Und dann auch gibt ja Leute, die haben dann gestern unmögliche, war Sonntag. Unmögliche ich Zeiten. Gestern Sonntag Fahrrad, ja. Unmögliche Zeiten, in denen dann die Leute auch manchmal fahren. Früh ist schon um 10 am Sonntag. Dann, kann man das dann so, könnte man mogeln, Micha, dass du sagst, du fährst es schon auf deiner App, aber dann trennst du die App vom Internet und früh klingelt dein Wecker um 5 und dann lässt du die App ans Netz und die lädt das dann hoch und dann bist du auf einmal um 5 Uhr im Markkleeberger See gefahren. Würde das gehen? Weiß ich nicht. Dann müssen wir unseren Technik Carlos fragen. Dafür haben wir den Roboter, der im Internet Carlos heißt. Der kann die Frage beantworten. Bei mir ist es ganz einfach. Ich lade keine App hoch, sondern ich mache bei Facebook eine Mitteilung. Jetzt bin ich dort und das ist sozusagen authentisch und zeitnah. Der Weg, der da errechnet wird, funktioniert das nicht über eine App? Wir haben hier keine Ahnung. Ne? Du bist 63, habe ich auf deinem Zettel gesehen, und ich bin 30 und wir haben beide keine Ahnung, wie das Internet und die Apps funktionieren. Nicht? Gleich ruft wieder irgendeiner widerlich und abartig, weil wir nicht modern genug sind fürs Internet. Und die Leute zu Hause, die wissen ganz genau, wovon wir reden, ja, und schimpfen jetzt zu Hause und ziehen sich die Haare aus, weil wir einfach so ungebildet sind in diesen Sachen. Ich dachte, du hast eine spezielle App auf deinem Handy und die misst, wo du bist. Und dann sagt die, wie weit du, und dann kannst du das zu Facebook und Twitter und wo auch immer du das hinschicken willst. Also wenn ich an einem Ziel bin, dann gucke ich, gebe ich bei Facebook ein, Ort, dann kommt hier Kosputner See oder Pier 1 oder irgend sowas oder Hafen, und dann drücke ich da drauf und sage, schöne Radtour heute, Wetter ist, was weiß ich, anstrengend, und mehr mache ich eigentlich nicht. Ach so. Okay. Und manchmal noch ein schönes Selfie oder wenn ich mit meinen Fahrradfreundinnen unterwegs bin, dann machen wir ein gemeinsames Foto. Und Micha, eigentlich ist ja Quatsch, wenn wir jetzt da so drüber reden in der Theorie. Du bist ja jetzt an einem Ort. Du machst zwar hier jetzt keinen Sport, aber Ich habe schon gebrüstet. Du warst schon. Steht schon im Facebook. Hast du schon? Sonst hätten wir doch Stunde, ja. Den Carlos. Ja, steht Hinzmann live in der Rumpelkammer, Dresdner Straße 25. Micha kennt sich. Grüßen wir jetzt alle von Michas Freunden. Ja. Wo wir uns beide her kennen, das ist, sicherlich haben wir uns auch in Stadttätigkeiten im Vorfeld gesehen, aber hauptsächlich sind wir zueinander gekommen in Bezug auf den Bürgerverein Leipzig-Trafnik e.V. Das war 2011, bin ich das erste Mal dort mit hingedüst, mit Tobias Meyer damals noch. Vielleicht erzählst du uns, wie du erstmal in diese Sache reingekommen bist, wie du das aufgebaut hast und worum es sich dabei dreht. Ja, das begann mit dem Krieg auf dem Balkan zwischen 1992 und 1995, wo ganz viele Freunde und aus meiner Generation gar nicht gedacht haben, dass es in Europa sowas nochmal möglich ist, also Bürgerkrieg, wenn man das als Bürgerkrieg bezeichnet, das war ja, bevor der Krieg losging, noch Jugoslawien, deswegen Bürgerkrieg, aber es waren ja auch unterschiedliche Staaten, Serbien, Kroatien, Bosnien, die gegeneinander gekämpft haben, dass es möglich war, dass jemand wie Milosevic Konzentrationslager einrichtet, dass es Entmischungspolitik und so weiter gibt. Das war eine Art Schockstarre, dass das möglich ist. Mhm. Und wie gesagt, wenn ich in den Alpen Ski fahre, brauche ich auf der anderen Seite runterfahren, dann war ich im Krieg. Und da sind wir gemeinsam mit meiner heutigen immer noch Stellvertreterin Heike König nach Trafnik gefahren. Das war relativer Zufall, weil es einen Bekannten gab. Der hat gesagt, kommt mal mit nach Trafnik. Das ist eine offene und eine freie Stadt. Das war uns wichtig, dass es also eine Stadt ist, die nach UNO-Zertifikat frei ist. Ja. Freie Stadt bedeutete in Bosnien-Herzegowina damals nach dem Krieg, dass es eine Stadt ist, die ihre ehemaligen Bürger zurücklässt und sie können wieder wohnen und arbeiten in der Stadt. Das war eine große Ausnahme. Okay. Die meisten Städte haben sich entmischt und in den einem Stadt hat eben die kroatische Seite die Macht übernommen und hat niemanden anders reingelassen, in einer anderen Stadt eher die bosnische Seite und in einer ganzen Region, in der sogenannten Republika Srpska, eben die Serben. Trafnik hat gesagt, ihr könnt alle wiederkommen, ihr kriegt hier Arbeit und Wohnung. Deswegen hat sie von der UNO das Zertifikat kriegt freie Stadt. Und wir hatten damals empfunden, dass die Stadt Trafnik so ein ähnliches großes Beispiel für ihre Region gegeben hat, wie Leipzig zur Friedlichen Revolution. Ja, ja.
Und deswegen haben wir gedacht, wir machen jetzt nicht nur Katastrophentourismus und helfen jetzt humanitär, sondern wir bauen was Nachhaltiges auf. Ja, und da lag es relativ nahe, weil ich im Stadtrat saß, dass wir eine Städtepartnerschaft angestrebt haben und auch aufgebaut haben. Und die funktioniert bis heute und ist eine der lebendigsten Städtepartnerschaften, die Leipzig hat. Ist das was, wo man von Stadtratsseite von Anfang an gesagt hat, man sieht den Sinn dahinter? Weil wenn man so auf andere Städte schaut, die Städtepartnerschaften in der Vergangenheit mit Leipzig eingegangen sind, das hat ganz oft einen ganz anderen Hintergrund. Das sind namhafte Städte, die bieten etwas anderes einer Stadt wie Leipzig. Stieß das hier auf Widerspruch oder hat man sofort gesehen, das ist eine sinnvolle Sache, dort auch Zunächst mal muss man sagen, dass Städtepartnerschaften sind ja entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg, sozusagen auch als Ergebnis und Ohnmacht, wo man gesagt hat, wir wollen nie wieder einen Krieg haben, so einen Vorspann. Und am besten ist, wenn man die Völker unten an der Basis zusammenbringt. Und da ist eben eine Städtepartnerschaft eine gute Geschichte, um einfach normale Leute miteinander zusammenzubringen. Das ist dann in den 50er, 60er Jahren entwickelt worden. 1961 gab es dafür eine Wiener Konvention, die das geregelt hat. Und dann war es eben so, dass es vor allen Dingen Bürgermeister, Universitäten, die haben einfach zusammengearbeitet, haben dann sozusagen beschlossen, wir machen jetzt eine Städtepartnerschaft. Was wir gemacht haben, ist was völlig anderes. Wir haben sozusagen eine Städtepartnerschaften von unten entwickelt. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt, wir gründen einen Bürgerverein und wir freuen uns natürlich, wenn die Städte mitmachen. Aber wir machen das auf jeden Fall so, dass wir das als Bürger in unserem zivilen Engagement organisieren. Und haben natürlich da versucht, darauf hinzuarbeiten, das ist auch gelungen und haben das so Schritt für Schritt mit Besuchen gegenseitiger Art innerhalb von 6 Jahren. Ja. Mit wie vielen also Menschen ist das gestartet hier von Leipzig Seite aus? In einer Gruppe von wie vielen Leuten? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir haben den Verein gegründet, da waren wir üblicherweise so 11 Leute und haben dann ganz schnell so 30, 40 gehabt und haben praktisch 6 Jahre immerhin gearbeitet, von 1997 bis 2003, bis dann der Stadtrat das beschlossen hat. Ja. Aber wir haben es eben wirklich ganz geschickt auch aufgebaut und immer einen Schritt weiter gemacht, sodass auch die Öffentlichkeit in Leipzig davon wusste, es gab ganz viele Hilfsaktionen, ganz viele Unternehmen haben uns unterstützt, die Stadtgesellschaft, der Stadtrat, die Fraktionen und dann kam es zum einstimmigen Beschluss, sowohl im Leipziger Stadtrat als auch im Trafnicker Stadtrat. Das war in welchem Jahr dann? 2003. Am 2. Mai haben wir damals mit dem damaligen Oberbürgermeister Tiefensee, mit einer großen Delegation, über 100 Leute, 2 Busse, Flugzeug etc., dort vor Ort ein großes Volksfest gefeiert und die Städtepartnerschaft. Das Gute daran ist ja, das muss man jetzt vielleicht mal, also erstmal, wir müssen 2 Sachen machen. Erstmal müssen wir den Robert fragen, ob das Stream noch funktioniert. Der Robert hat immer sein Mikrofon weggelegt. Ja, es läuft. Das Stream läuft noch. Das ist unser Robert hier, dass wir den nochmal sehen. Micha, guck mal. Ja. Wir können den Robert in einer ganz anderen Pracht erleben hier als die Menschen daheim. So ganz heilig. Wenn das Stream noch funktioniert. Dann ist es wichtig für die Leute zu Hause, dass die natürlich auch Fragen an Michael Weichert stellen können von den Grünen zu allen möglichen Betätigungsfeldern, also auch zum Städtepartnerschaftsverein Leipzig-Trafnik e.V. Wolltest du was sagen, Robert? Nein. Ist schon was reingekommen? Waren jetzt so trockene Themen, deswegen pass mal auf, das ist ja viel, viel spannender eigentlich und viel, viel bunter, als es auf den ersten, als es jetzt in unseren ersten paar Minuten klingen mag. Weil du hast es gerade gesagt, Volksfest etc., das ist nicht nur was man sich als Leipziger von Weitem her anschauen kann oder man kann dann in der LVZ darüber lesen oder Micha schreibt es bei Facebook, bin heute hier und in Trafnik, sondern man kann als Leipziger Bürger selber dorthin. Und das ist nicht so teuer, wie man das vielleicht vermuten mag. Da war ich immer sehr, sehr überrascht, wenn ich da die Preise gesehen habe. Also das lohnt sich. Wie funktioniert das? Ihr macht Bürgerreisen. Ja, wir machen jedes Jahr eine Bürgerreise, immer über Himmelfahrt. Das ist ein schönes Wochenende, wo man keinen Urlaub nehmen muss. Es geht Mittwochabend los mit einem Bus. Wir haben bei unseren juristischen Mitgliedern, die Leipziger Verkehrsbetriebe, die sich von Anfang an ganz wunderbar engagiert haben, genau wie Sparkasse und andere. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, einen Bus zu bekommen und fahren dann die 1300 Kilometer mit dem
Reisebus. Alle anderen Fahrten sind auch möglich, wer also mit dem Pkw fährt. Vor zwei Jahren hatten wir eine Motorradtruppe, die parallel dazu gefahren was? Ist. Ja. Mit Motorrad? Die sind ein paar Tage vorher selber, gefahren. Ich bin da selber 2011 hingefahren. 15 Stunden, ich habe es heute noch mal im Video gesehen, ich habe mich noch vorbereitet, nämlich das Video noch mal, die ersten 5 Minuten vom Video habe ich noch mal angeguckt. Ja. 15 Stunden bin ich da hingefahren. Ja. Das ist schon eine ganz schöne Strecke. Und ich weiß, das können wir hier jetzt sagen, ich weiß, wir hatten einen Moment, das war so nachts um drei. Da ist der Herr Meier auf dem Beifahrersitz, das war der Einzige, der noch mit mir mit war, der ist eingeschlafen. Der sprach auf einmal nicht mehr mit mir. Und dann halte ich an und er fragt, warum. Und ich sage, du, pass mal auf, ich glaube, ich bin auch gerade eingeschlafen. Wir sollten mal ganz kurz anhalten. Ich habe keine Erinnerung mehr an die letzten paar Meter. Und dann haben wir kurz das Fenster auf und sind raus und haben... Was beängstigend ist, dass wir. Ihr seid ja damals mit dem Pkw gefahren. Genau. Wir fahren ja mit einem großen Bus, also die große Masse. Das ist natürlich viel Stimmung. Vorne sitzt ein Profi, der fährt. Und irgendwann schlafen natürlich alle. Ich bin durchgekommen und wieder zurück. Das hat geklappt. Nee, aber das für mich war das... So weit raus aus der Heimat bin ich zuvor noch nie gekommen. Und schon gar nicht in eine Richtung. Ne? Wenn man mal weggefahren ist, dann ist es nach Italien gewesen, in irgendwelche abgesperrten Urlaubsgebiete, wo man eigentlich gar nichts vom Land und den Leuten mitbekommt, sondern wo man unter sich ist. Ja. Aber dort rauszufahren, das ist so ein einschneidendes Erlebnis für mich gewesen, weil es ändert sich auf einmal alles. Es ändert sich aber auch die Sicht auf die Welt und die Dinge, die da passieren, auch in Bezug auf die jetzt aktuelle Lage. Ja. Weil als man dort reingekommen ist, ist sofort hinter der Grenze. Das Bild, was sich einem geboten hat, diese ganzen an sich ja relativ schönen Gebäude, die komplett leer stehen in ihrem Rohbauzustand etc. und die allerhöchstens noch genutzt werden von irgendjemandem, der da sein Feuerholz untergestellt hat oder das Pferd, damit es nicht nass wird, wenn es regnet. Aber sonst ist das, da gab es Geisterstädte oder Siedlungen, die einfach, und das hat mich wahnsinnig überrascht, dass das Interesse dann auch gar nicht da war, dort wieder etwas, also das war... Also das ist ganz erklärbar, weil Bosnien-Herzegowina hat 3,8 Millionen Einwohner und im Krieg sind 10% gab es Tote und nochmal 10% sind geflüchtet und in viele Länder gegangen. Ganz viele waren ja auch hier in Deutschland und aber auch Kanada, Australien, überall. Und nicht alle sind zurückgekommen. Ja. Und deswegen hat die Bevölkerung erstmal nach dem Krieg total abgenommen und viele Gebäude stehen einfach leer, weil das ist so ähnlich wie bei uns nach der friedlichen Revolution, dass es ungeklärte Eigentumsverhältnisse gibt. Ein zweiter Punkt ist, dass... Da hat die Stadt Leipzig doch aber Lösungsvorschläge schon für Bosnien-Herzegowina gebracht. Da müssen wir beim Bürgermeister Müller mal nachfragen, das kann man doch... Was machen wir mit herrenlosen Häusern? Naja, da gibt es Möglichkeiten, habe ich gehört, dass man das... Und dann auch noch innerhalb des Landes, es ist nun mal so, dass die Serben, die bosnischen Serben, die früher im ganzen Land gelebt haben, jetzt in der Republika Srpska leben und dort ein neues Zuhause haben. Jetzt steht aber ihr altes Haus, inzwischen kaputt, eben immer noch auf dem Gebiet und es ist völlig ungeklärt. Wer reißt das ab? Auch das Abreißen kostet ja Geld. Oder wer saniert es? Es gibt nicht genug Nachwuchs. Also das wird die Gesellschaft noch eine Weile beschäftigen und das hat auch dann wieder was mit der finanziellen Seite zu tun. Es gibt so gut wie keine Investitionen in Bosnien-Herzegowina. 2011, gut, es ist schon eine kleine... Robert, ist alles okay bei dir? Weil das hat sich hier angehört von unserer Seite aus, als wäre der Robert umgefallen. Na, ich bin Robert sehr dankbar, dass er hier die Technik macht. Obwohl er im Internet Carlos heißt, müssen wir nochmal erwähnen, damit jeder ihn finden kann. Nicht? Macht eine gute Kamera, hoffe ich. Ich sehe es gerade nicht. 2011 ist es schon gewesen... Es ist erschreckend zu sehen, dass man praktisch eine Zeitreise machen kann. Das war für mich zum ersten Mal so ein Erlebnis, dass man das Gefühl hatte, man kommt in die Zeit zurück der 50er Jahre. Also praktisch, das ist ein Land, das sich im Aufbau befindet, in einem ähnlichen Zustand. Und das bekommt man hier nirgends geboten. Und wie hat sich das denn momentan entwickelt? Erlebt man dort ein etwas mehr in die Zukunft gerichtetes Land in der Entwicklung oder ist es eben durch die fehlenden Investitionen auf dem Stand von 2011 im Großen und Ganzen geblieben? Zwei Antworten. Erstens, 2011 war praktisch in Bosnien-Herzegowina das 16. Jahr nach dem Krieg, also vergleichbar mit 1961 in Deutschland, ohne Masterplan, muss man immer dazu sagen. Okay, zweite Antwort, nein, es ist nicht viel besser geworden. Das hat ganz viel mit der Verfasstheit des Staates Bosnien-Herzegowina zu tun. Es gab 1995 das Dayton-Abkommen, in dem alle gesellschaftlichen Gruppen, alle Ethnien in zwei Entitäten geregelt worden sind. Das war damals
alternativlos, kann man sagen. Also man musste diesen Vertrag unterschreiben, um erstmal die Waffen zu schweigen zu lassen und Frieden herzustellen. Aber dann ist das verfestigt worden und nicht weitergeschrieben worden. Und das führt dazu, dass Bosnien-Herzegowina jetzt mit 3,8 Millionen Einwohnern, also Sachsen hat 4 Millionen, drei Staatspräsidenten, 14 Ministerpräsidenten, 14 Parlamente, 600 Abgeordnete und 185 Minister hat. Okay. Das ist natürlich, das muss bezahlt werden. Ja, und das frisst 60% der Staatseinnahmen, nicht des Haushalts, der Einnahmen auf. Da bleibt also überhaupt keine Möglichkeit für Investitionen in Infrastruktur, Schulen, Straßen, Krankenhäuser etc. Und das ist das derzeitig größte Problem des Landes. Und jetzt 2011 wieder, wie gesagt, Kampfmittelbeseitigung, weil der Reiseführer empfiehlt, nicht abseits der Wege, das reicht schon, ne, Wald rein, Mine etc. Wie sieht das jetzt da aus mit solchen Geschichten? Das war damals eine ganz große Nummer, das wurde uns überall empfohlen, auch nochmal. Es war damals auch schon sehr angstgetrieben. Die nicht geräumten Minengebiete sind nach wie vor abgesperrt, okay, aber auf die trifft man nicht am Straßenrand. Das sagst du jetzt. Der Herr Mayer und ich, wir sind auf dem Rückweg, wir haben angehalten am Rand. Da war so eine schöne irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war. Wir haben uns was angeguckt, wir haben Fotos gemacht. Auf einmal stehen wir auf so einem Schuttberg, wo der Herr Mayer plötzlich sagt, sag mal David, uns wurde uns eigentlich gesagt, wir sollen hier nicht weggehen, wir dürfen hier doch gar nicht stehen und das ist auch noch ein Schuttberg, wir waren dann so abseits, dann hat man Angst wieder zu gehen. Ich habe dann den Herrn Mayer vorgeschickt und habe gesagt, du gehst jetzt den Weg, ich gucke mir genau an, wo du langgegangen bist. Das wurde uns extra nochmal, wir haben geguckt, was darf man als Leipzig-Fernsehen an Kameras mitnehmen, kriegen wir das auch wieder raus, wie sieht das mit den Zollbestimmungen aus und Einfuhr und da wurde uns das auch nochmal gesagt, wir sollen auf diese Sachen achten. Ja, und das hat uns schon Panik gemacht. Du sagst, das war auch damals schon nicht so schlimm. Man hatte eine gute Kontrolle darüber, wo, wann, wie, was. Also, schlimm, ja, ganz, nein. Ganz natürlich nie. Das hat man bei uns heute auch nicht. Es gibt ganz viele Leute, die daran arbeiten. Aber das ist sozusagen die negative Kehrseite der Medaille. In diesem Krieg wurden so viele Landminen abgelegt, weil sie eben so billig auf dem Weltmarkt zu kaufen sind, dass um das Jahr 2010 gab es eine Hochrechnung, dass wenn alle Kompetenz, die es weltweit gibt, um diese Kampfmittel zu beseitigen, es noch 30 Jahre dauert, bis das Land frei ist. Okay. Und wenn die Kompetenz, die da ist, und da waren sehr gute Experten, die weltweit geachtet sind, zum Beispiel sächsische Leute von der Bundeswehr, dauert es immerhin noch 100 Jahre. Und okay. Auf der anderen Seite, wir lesen mindestens einmal in der Woche in Sachsen, dass irgendwo eine alte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die 70, 75 Jahre da liegt, gefunden wird. Das ist also, irgendwie gehört das eben zum Krieg auch dazu. Ja. Und was mir damals so vor Augen gekommen ist und was mich auch so berührt hat, war erst dort, als ich das so gesehen habe, zur Kenntnis genommen habe, habe ich begriffen, was Lady Di mit ihrem Einsatz, ihrem weltweiten Einsatz gegen Landminen, was sie wirklich für eine segensreiche Arbeit da gemacht haben, das war mir vorher irgendwie überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, naja, ist so eine Charity-Lady, die macht irgendwas, um Spenden einzusammeln, um gut dazustehen. Nein, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil dieses Teufelszeug eben total billig ist und wenn es einmal liegt, dann liegt es und beim nächsten Regen schwimmt es weiter und beim nächsten Schnee geht es dann irgendwann im Frühjahr unter der Erde und dann kommt der Spaziergänger und tritt drauf und schon ist es passiert. Und das ist eben diese, was ich vorhin gesagt habe, diese Fernsehbarriere, die man hat. Ne? Man sieht dann halt eben die Lady Di, wie sie rumzieht, aber man hat kein Gefühl dafür. Und das bricht auf einmal zusammen, wenn man selbst dort ist und mitbekommt, das ist eine ganz, ganz andere Welt, in der man sich dort befindet. Das geht ja bei den kleinsten Kleinigkeiten schon los. Sie hat übrigens das noch dazu im Hotel Weißer Elefant in Travnik 6 Wochen vor ihrem Tod übernachtet. Okay. Weißer Elefant. Ja. Wo war das? Wo war die Unterbringung, in der wir geschlafen haben? Ihr wart im Konsul. Okay, das ist eine ganze Klasse, drunter. Nee, da gab es den weißen Elefant nicht mehr, weil der Besitzer hatte irgendwie schlechte Presse. Schwierigkeiten mit dem Finanzamt. Schlimmer. Die Möglichkeiten gibt es dann also doch. Ja, ne? Also das, die Negativpunkte, die man in der Gesellschaft hat, die hat man alle schnell nach dem Krieg wieder dort aufgebaut, nur die positiven Aspekte, die.
Versorgungsaspekte sind Dinge, über die ich mir dann Gedanken gemacht habe. Wie sieht es denn dort mit der Wasserversorgung aus, etc.? Das ist auch. Gott sei Dank nicht überall, aber relativ gut. Ja. Einfach weil Bosnien-Herzegowina ein sehr bergisches Land ist. Mhm. Es gibt also überall Quellen, Gebirgsflüsse, Bäche, die man für die Trinkwassergewinnung nutzen kann. Es ist ja ein großes Land. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist von der Einwohnerzahl vergleichbar mit Sachsen, aber es ist dreimal so groß. Das heißt, die Umweltverschmutzung kann gar nicht so groß sein und das Grundwasser kann bei hohen Bergen gar nicht so, muss gar nicht so intensiv behandelt werden wie bei uns, sodass man da also eine relativ gute natürliche Quelle hat. Im Übrigen auch, um zum Beispiel Wasserkraft herzustellen, Strom aus Wasser, weil in den kleinen Tälern, wo wenig Leute wohnen, lohnt sich es einfach nicht, über die Berge große Überlandleitungen zu ziehen, sondern da ist es viel günstiger, man macht ein kleines Wasserkraftwerk und ist natürlich auch erneuerbare Energie und CO2-freies Herstellen von Strom. Wir gehen dann nochmal auf Travnik ein, auch auf das Kino in der damaligen Geschichte. Noch was zu dir. Nicht? Wir haben jetzt gesprochen, Bündnis 90 Die Grünen, und wir haben über Landtagsarbeit gesprochen. Wo bist du aufgewachsen? Also seit 1961. Ja. Da war ich 8 Jahre alt. Ja. Lebe ich in Leipzig. Vorher habe ich 7 Jahre in Sachsenburg gelebt. Okay. Das ist ein Dorf im Vorerzgebirge. Das ist jetzt eingemeindet und gehört zur Stadt Frankenberg. Okay. Liegt also an der A4 zwischen Mittweida und Chemnitz. Und geboren bin ich im Schwarzwald in Neuenbürg. Das ist ein kleiner Ort an der Enz, südlich von Pforzheim. Und das war die erste Fahrstelle meines Vaters. Oh, ah ja. Und ich bin dort im Dezember 1953 geboren und wir sind im April 1954, also nach 5 Monaten, von West nach Ost gegangen. Das heißt auch wieder durch den Vater dann hier? Ja. Es gab den Volksaufstand 1953 in der, damals hat man nicht DDR gesagt, sondern in der sowjetischen Besatzungszone. Und bis dahin war es nicht möglich, dass junge Pfarrer von West nach Ost kommen. Die haben aber alle im Westen studiert. Mein Vater war also gebürtiger Sachse, hat aber eben dort studiert, weil Tübingen, Erlangen sind die großen Theologenseminare, Fakultäten, Städte. Und im Osten gab es viel zu wenig Pfarrer, im Westen gab es zumindest genug. Niemand hat damals eine Mauer gedacht oder dass es mal zwei Staaten gibt, sondern die Leute haben gesagt, die Amis sind weg, die Franzosen sind weg, die Engländer sind weg und die Russen sind auch bald weg. Spätestens bis unser Großer in die Schule kommt. Ist dann anders gekommen, wie wir wissen. Jedenfalls. Du bist nicht in die Schule gekommen. Es ist anders gekommen, der Micha kam nicht in die Schule und damit war es vorbei. Genau. Es steht doch hier, du hast doch. Nee, hier steht POS irgendwo, habe ich. Aber was interessant ist, ist derselbe Beginn wie Angela Merkel, der Biografie. Sie ist ja auch als Pfarrerstochter in Hamburg geboren und auch im Alter. Jetzt bekommst du vom Internet Fragen. Und ist dann auch in dem Alter von 4-5 Monaten mit ihren Eltern, den Pfarrersleuten Kassners, eben von Hamburg in die Uckermark gezogen. Du hast ein wahnsinnig umfangreiches Daten- und Faktenwissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso? Nicht nur zu deinen Themen. Ich habe das Gefühl, dass du mir sofort die Einwohnerzahlen von jedem Ort, den ich dir jetzt im Umkreis sage, nennen kannst, dass du mir sagen kannst, wie hoch die Bevölkerungsdichte ist. Wie die politische Verteilung bei der letzten Wahl ausgegangen ist. Ich habe das Gefühl, dass das ist eine. Wir machen mal diesen Zettel hier weg. Der Zettel sieht aus, als würde man das hier in der Rumpelkammer bestellen können. Ich nehme einmal die Nummer 63, den Michael Weichert. Ja, du bist zur Oberbürgermeisterwahl in Leipzig angetreten. Ja, 2006. Das war 2006. Mhm. Wie ist das ausgegangen? Na, wie es ausgehen musste, ich bin natürlich nicht Oberbürgermeister geworden, das war von vornherein klar. Prozentual? Ach, wenn ich das noch so genau wüsste, irgendwas über. Das weiß man, sowas. Nee, Uwe Albrecht weiß noch beide Male, ne, mit wie viel er verloren hat. Der hat doch ein besseres Ergebnis als ich. Ja, aber. Also 6-7%. Wir hatten 6-4, 6-8%. Mit Uwe Albrecht hatte ich die schlechteren Interviews, muss ich dazu ehrlich sagen. War der schon hier auf der Couch? Nein, ich war auf seiner Couch in seinem Büro. Und dann durfte ich zu keinem anderen Bürgermeister mehr gehen, weil Uwe Albrecht gesagt hat, der Hinzmann, der spinnt. Die haben dann wirklich. Faber hat abgesagt, Professor Fabian hat abgesagt, weil Uwe Albrecht durchs Rathaus gegangen ist, hat gesagt, habt ihr den Zettel, mach das zu. Hat dann auch die Bild-Zeitung was Kleines drüber gemacht, weil Die Story das ist war das vorbei. Beste, das war das beste Ergebnis.
Nein, das war nicht das beste Ergebnis. Werner Schulz war ein bisschen besser. Ach echt? 1998, aber muss dazu rechnen, wir haben 1999 einen Riesenschwung von Dörfern eingemeindet. Ja, ja. Und das sind traditionelle, vor allen Dingen CDU-Wähler. Und das drückt natürlich dann aber der Pfarrer, für die Grünen. Der Pfarrerssohn. Ja, der Pfarrerssohn hat da nicht so gezogen. Ich war Kandidat von Bündnis 90 Die Grünen. Das funktioniert nicht. Das schafft Vertrauen. Das ist eine Vertrauensbasis. Was Solides. Da denkt man, das ist was anderes als der Automechaniker. Es war ja die Wahl, nachdem Tiefensee weggegangen ist. Mhm. Die Wiederwahl von Tiefensee haben wir unterstützt als Partei. Wir haben gesagt, wir verzichten auf einen eigenen Kandidaten. Aber du, Wolfgang, musst uns einen 10-Punkte-Plan, den wir einbringen. Ja. Das hat er auch gemacht. Und niemand hätte das erwartet, dass er das bis auf einen Punkt, das ging auch zeitlich nicht, hat er 9 Punkte in der ganz kurzen Zeit positiv abgearbeitet. Dafür sind wir heute noch sehr dankbar. Ja. Und dann hat er ja den Ruf nach Berlin gekriegt, was ihm die Leipziger übel genommen haben. Und Bis heute. Wahrscheinlich, ja. Sieht, denke ich, auch so. Den kann man, sobald der irgendwo zu sehen ist, geht es los. Also man müsste bloß, wir bräuchten ihn hier, den Tiefensee, wir müssten ein Video von ihm hier einspielen, sofort würde es losgehen, das geht immer in die gleiche Schiene. Sein aufgebauter Nachfolger, Burkhard Jung, ja. Ein toller Verkäufer, sowohl in eigener Sache als auch in Leipzig Sachen, seitdem er Oberbürgermeister ist. Leipzig war seit der Friedlichen Revolution immer von SPD-Bürgermeistern regiert, also Dr. Lehmann-Grobe, dann Tiefensee, jetzt Burkhard Jung. Also du hast dort, wenn du dagegen antrittst, als Bündnis 90 Grüner oder als FDP-Mann oder als Linker, eigentlich keine Chance. Der Einzige, die eine Chance hätten, wären entweder ein gemeinsamer Kandidat von den Restparteien, ja, am besten einen Parteilosen, der dann den Oberbürgermeister auch auf seiner charismatischen Stelle schlagen kann oder zumindest gleichwertig ist, weil das ist ja das, was die Leute wahrnehmen. Nicht wie jemand seine Verwaltung, also in Klammern seine Firma führt, sondern wie tritt er auf, wie verkauft er Leipzig, und das ist ja auch die Aufgabe des Oberbürgermeisters. Da für den Rest hast du ja deine Bürgermeister oder deine Verwaltung. Und also uns war allen klar, dass Burkhard Jung dann Bürgermeister wird, aber wir wollten im Wahlkampf unsere Themen setzen und deswegen, das kann man besser, wenn man einen Kandidaten aufstellt, weil dann sitzt du eben im Podium bei Leipzig Fernsehen, in der Handwerkskammer, bei der IHK, in den Bürgervereinen und kannst deine Themen setzen. Von der Stadtratsarbeit angefangen bis hin dann zum Landtag, sind so dieser Bürgerkontakt, ist das was, das liegt nicht jedem. Bürgerkontakt, ist das was für dich gewesen, auch heute noch? Also ich bin ja 25 Jahre meines Lebens Gastronom gewesen, also Gastgeber. Und wenn du da Pickel kriegst, wenn du mit Bürgern Kontakt hast, dann kannst du das nicht machen. Da gibt es auch genug. Also ich, jetzt nicht hier in der Rumpelkammer, aber da gibt es genug. Ich bin der Herr vieler Stammtische. Ich sitze gerne an jedem Tresen. Ich kann mich mit jedem unterhalten. Das ist überhaupt kein Problem. Der Gastronom sagt mir jetzt mal, wie findest du denn die Rumpelkammer? Schau dich mal so um. Klasse. Und so. Es ist was Urisches, was ganz Eigenes. Mach mal, guck mal, was wir machen können, ist nochmal, wir zeigen. Der könnte mir mal noch ein Bier bringen, wenn er das hört. Es ist wie ein großes Wohnzimmer mit Theke. Ich sehe gar nicht, was ich hier mache, aber... Ja, hier sieht man so ein paar alte Stilblüten, kann man sagen, an der Wand und dann RFT-Technik, DDR-Zeit. Das ist schon wieder das Nächste, ne? Bibliothek aus dem... Du bist auf jedem Gebiet, bist du zumindest mit einem Fakt weiter als jeder andere. Das ist noch was ganz Altes von Oma und Opa aus der Kaiserzeit. Also, gemütlich, gemütlich, gemütlich. Also es ist ein gemütlicher Ort. Ja. So. Jetzt bist du... Vielleicht kann man noch sagen, Dresdner Straße 25. Die Leute wissen und was ich, Dresdner also was Straße ich ganz 25. toll finde, das will ich jetzt mal sagen, ich komme hier zur Tür rein und da steht, es gibt einen in der Rumpelkammer einen Rumpelpilz. Ja. Und die Erklärung für Rumpelpilz ist in Klammern drunter regionales Bier. Ja. Das finde ich cool. Ja. Ja. Das ist das sowas, ist gut. Weil die Leute das wollen. Ne? Du brauchst Sachen von hier. Du möchtest regionale.
Wobei Gotha Bier natürlich nicht ganz von hier ist, aber jetzt, ist akzeptiert. Dreh mal den Micha am, dreh den mal runter, wir müssen den mal ausschalten. Wir sprechen da. Jederzeit kann der Robert, der im Internet Carlos heißt, kann jederzeit deine Stimme mimen. Praktisch, er zieht dein Mikrofon runter und spricht dann einfach über dich drüber. Genau. Wie ist das denn jetzt, seit du nicht mehr so aktiv bist in diesen politischen Themen? Wie verfolgst du das? Wie verfolgst du das Ganze noch? Oder wie bist du noch aktiv, zumindest? Guck mal, deine Firma gibt Ratschläge. Ne? Du schaust, dass du Menschen zueinander bringst. Ist das auf der politischen Schiene auch noch so, dass du das verfolgst für die Grünen und dort noch mit Rat und Tat zur Seite stehst? Also, ich bin Mitglied bei Bündnis 90 Grün und gehe, wenn es zeitlich möglich ist, zum Stammtisch zum Beispiel oder zur Mitgliederversammlung. Wenn dort jemand gebraucht wird, der im Präsidium mithilft, so einen Nachmittag oder so einen Abend zu moderieren, dann mache ich das sehr gerne. Aber mit Rat und Tat mache ich erstmal nicht. Ich bin 10 Jahre im Mandat gewesen und ich denke, das gehört sich so, dass man sich dann erstmal zurückhält und wenn man direkt gefragt wird, gibt es natürlich eine Antwort, das ist klar, aber dass man jetzt nicht sich bei jeder Diskussion meldet und auch nochmal so einen Beitrag der grauen Eminenz. Das muss man auch erstmal können, weil ja, das können auch längst nicht alle. Dann bin ich so einmal im Quartal, melde ich mich in Dresden zum Sächsischen Landtag an, das heißt, ich bestelle mir dort auch ein Zimmer in meinem ehemaligen Hotel, wo ich immer übernachtet habe, wenn es Landtagssitzungen waren. Und dann habe ich Kontakt zu den ganzen Kollegen und habe im Restaurant des Landtags dann verschiedene Menschen, die ich treffe, zu bestimmten Themen. Ja. Ja? Also da halte ich auch den Kontakt. Und ansonsten lese ich natürlich die Zeitung und wenn es irgendwie geht, gucke ich halt Nachrichten. Da bin ich noch ziemlich traditionell, also gucke Tagesschau oder ZDF heute, je nachdem. Und ich denke mal, dass ich einigermaßen aktuell bin. Ja, das habe ich ja nicht. Nein, aber du bist noch dabei und du bist. Ja. Wie nimmst du jetzt? Du bist bei Facebook sehr aktiv. Dann bekommst du ja mit, dass dann die Parteikollegen, Beispiel Jürgen Kasseck, von einer Situation in die nächste, also schimpfen, entschuldigen. Mhm. Wie nimmst du das dann? Wie fasst du das selber für dich auf? Also das ist für mich immer ein Beispiel, dass ich eben genau das nicht machen. Mhm. Im Facebook kannst du von mir lesen, wo ich bin. Ja. Und dass ich eben da eine Radtour mache oder dass ich hier bei einer Late-Night-Show sitze. Ja. Aber du wirst von mir nie eine Emotion lesen oder eine Meinung dazu. Ah. Ja? Weil ich finde, das gehört nicht in die Öffentlichkeit und dann ist man, wenn man emotional ist, eigentlich müsste man vorher drüber schlafen, dann ist es aber schon so weit weg, das ist schon alles vorbei, interessiert keine Sau mehr. Also ich kann es nur empfehlen, so damit umzugehen. So bin ich geprägt worden in meinem Leben. Ich habe als Pfarrerssohn, als Theologiestudent in der DDR, ich habe eine ziemlich ordentliche Stasi-Akte. Ich habe von Anfang an schon als Kind eingebläut bekommen und gelernt, und das habe ich auch nicht wieder wegbekommen, es liest immer jemand mit, es hört immer jemand mit. Und das kommt mir jetzt ein bisschen zu Pass, dass ich gar kein Problem habe. Ja, ja. Jede E-Mail, die ich schreibe, checke ich automatisch. Das ist einfach in. Wenn das ein Dritter liest, was sagt er dazu? Ne? Und also emotionale Geschichten würde ich auch in E-Mails nicht verschicken, sondern da gibt es ein Telefon, wo man sich dann zu zweit Intimitäten austauschen kann oder Gefühle sagen kann oder auch mal sich beleidigen kann. Ja? Also es kann ja auch mal sein, dass man jemanden mal richtig die Meinung sagen will. Aber also ich kann nur sagen, bitte macht es oder seht euch vor und macht es nicht im Internet, weil du weißt nicht, wo das ankommt und wie das gegen dich benutzt werden kann und wann es dir mal vorgehalten wird. Ja, ja, das ist. Deswegen mache ich das nicht. Und das fällt mir auch nicht schwer, weil ich das schon immer so gemacht habe. Das ist super, weil das ist Internet. Ne? Wir haben ja gleich noch den Bildungsauftrag Interneterziehung. Das decken wir hier gleich noch mit ab. Michael Weichert kennt sich. Man muss sich im Internet gar nicht so gut auskennen, um mit ein bisschen Etikette, Anstand eigentlich Dinge richtig zu machen, automatisch. Ja. Und das hat jetzt, das klang sehr, sehr, sehr. Trifft man manchmal auf Jürgen Kasseck und kommt dann über diese Themen auch ins Gespräch und sagt dann Parteiveranstaltungen, nein, Stammtisch etc. und sagt, Jürgen, das ist ein oder andere Mal Jürgen Kasseck nicht nur ist, Jürgen, sondern.
ist ein intelligenter Mann, er ist Rechtsanwalt, der liest mich, wir sind natürlich auf Facebook verbunden, der liest mich, ich lese ihn und der kann seine Schlüsse selber ziehen. Da muss ich jetzt nicht hingehen und sagen, Jörg, das ist eigentlich, dass man mal bei einem Bier aufs Thema gekommen ist. Das machen die einen oder anderen ja auch zielgerichtet darauf hin. Ja, so oft trinken wir jetzt nicht Bier zusammen und wenn, dann haben wir halt Themen, die was mit dem Kreisverband zu tun haben, aber nicht, wer verhält sich wie. Also das ist ja so, als wenn ich als Papa sage, du mach das mal anders oder nimm dir mal ein Vorbild an mir. Also das. Ich glaube, es gibt einige, die ihn dann direkt darauf ansprechen und das Bedürfnis haben, ihm das so mitzuteilen. Dann sollen die das tun. In der letzten Zeit. Also ich finde jetzt, wie nimmst du die Situation wahr? Also ich meine, das hat ja nun einen Hintergrund, dass Jürgen Kasek sich in vielen Situationen so verhält, wie er sich verhält. Gerade der Umgangston im Internet wird immer schärfer. Das kriegst du auch mit, wenn du am Markkleeberger See nur bist. Du siehst ja deine Facebook-Freunde und du hast da sicherlich auch ganz, ganz andere Töne, die du dort hörst. Wie nimmst du die Situation jetzt aktuell wahr? Wir hatten vor 3 Wochen Naomi Piabitti hier sitzen. Die hat gesagt, sie fühlt sich gerade so wie in den 20ern. Sie erwartet eigentlich, dass es knallt. Sie lebt jetzt noch ein schönes Leben und sie weiß nicht, was aus diesem Land wird. Bist du auch jemand, der sich Gedanken darüber gemacht hat? Was ist der Notfallplan? Wie verhalte ich mich im Fall X? Spielst du soweit deine Gedanken durch oder hast du ein Vertrauen in die Bürger? Also ich glaube jetzt nicht, dass es demnächst knallt. Es gibt natürlich berechtigte Parallelen zu den 20er Jahren. Sollte man mal drüber nachdenken, warum das so ist. Das Internetverhalten muss man jetzt nicht gleichsetzen mit dem, was man über gesellschaftliche Entwicklung denkt. Das Internet ist ja auch nur eine Art der Ausdrucksweise. Und wenn ich das analysiere in unserer Gesellschaft, und da meine ich jetzt nicht nur Deutschland, sondern sozusagen die industrielle, die westliche Welt, sogenannte westliche Welt, dann gibt es mindestens 3 große Themen. Das eine ist, dass ich der Überzeugung bin, dass wir seit 1968, und zwar Ost und West, seit 1968 eben nur noch Wissen vermittelt haben und keine Werte mehr. Das heißt, wir haben ein ganz großes Bildungsproblem. Das führt eben dazu, dass Leute unter der Gürtellinie boxen, dass man unanständig ist, dass es keine Menschlichkeit gibt. Es führt aber auch dazu, dass man nicht mehr den Zusammenhang zwischen Freiheit und Verantwortung wahrnimmt. Ja? Also es gibt zum Beispiel aus meiner Überzeugung, und das habe ich eben halt gelernt von meinen Eltern und meinen Lehrern, es gibt keine Freiheit, also keine erwachsene Freiheit ohne Verantwortung. Mhm. Ja? Unser Bundespräsident hat das jetzt auch wieder 5 Jahre lang versucht nach vorne zu bringen, aber ist, glaube ich, nicht so richtig durchgedrungen. Aber das ist ein ganz großes Problem und die Größe des Problems liegt vor allen Dingen daran, weil es über Generationen abgebaut worden ist. Das heißt, es ist gar niemand mehr da, der das jetzt wieder aufbauen kann. Das heißt, das kann nur Schritt für Schritt gehen, wenn es überhaupt gewollt ist, und dann dauert es aber auch wieder so lange. Der zweite und dritte Punkt sind die, glaube ich, kommen jetzt 2 Entwicklungslinien zusammen, die wir aktuell erleben. Ich sage dazu so ein bisschen plakativ, wir haben Zahltag. Ja. Wir haben Zahltag erstens, dass wir, ich rede wieder von der westlichen Welt, seit 400-500 Jahren, seitdem es Kolonialisierung gibt, den Rest der Menschheit ausgeplündert haben und das heute noch jeden Tag tun. Denn sonst könntest du niemals in Leipzig für 99 Cent ein Kilo Bananen kaufen. Ja? Da wird irgendjemand beschissen. Und das ein paar hundert Jahre lang. Und das rächt sich insofern, dass der Rest der Welt eben am Verhungern ist oder auch wenig Bildung hat. Das hat ja alles damit was zu tun. Wenn es dir aufgrund des großen Wohlstands, organisiert durch Ausbeutung anderer Menschen, die Freiheit beschert, dass du deine Kinder in eine ordentliche Bildung schicken kannst, dass du dir es leisten kannst, als Gesellschaft Forschung und Entwicklung zu betreiben, hast du automatisch auch technologischen Fortschritt und so weiter. Und wie gesagt, und das rechnest du mal über 400-500 Jahre zusammen, da weißt du, warum wir jetzt an der Stelle sind, wo wir sind. Jetzt haben wir die Globalisierung, die größte Demokratisierungswelle, die es überhaupt gibt, im Sinne Demokratisierung von Teilhabe. Und ich sehe das, was ihr da macht. Und ihr könnt
Also wir können hier um unser System Mauern bauen, wie wir wollen, das spielt überhaupt keine Rolle. Es werden Millionen kommen, es sei denn, wir kapieren es und sorgen jetzt mal endlich dafür, dass es denen auch ein bisschen besser geht. Denen muss es nicht so gut gehen wie uns. Heißt aber im Umkehrschluss, Zahltag, wir haben den Peak unseres Wohlstandes überschritten und jetzt wird der Wohlstand weniger, wir müssen mehr teilen. Ich glaube auch nicht, dass das ein großes Problem ist, weil man muss das ja nicht von heute auf morgen machen, aber man muss anfangen. Und der zweite Zahltag, der genauso jetzt zur Geltung kommt, ist, wir haben seit der Industrialisierung, sagen wir mal seit 150 Jahren, genauso gnadenlos die Umwelt belastet, ja mit der vor allen Dingen CO2-Emissionen, aber auch mit anderen Geschichten, mit Raubbau an der Natur, mit Versiegelung, mit Verseuchung von Wasser, Verschlechterung von Luft, mit einer noch nie dagewesenen Einschränkung von Lebensräumen, von anderen Arten. Wir sind ja am Ende auch nur eine Art auf unserer Welt. Also mit einem Rückgang der Biodiversität, der irgendwann ins Kippen kommt, das sagt jeder ernstzunehmende Wissenschaftler. Und jetzt fängt es an, auch da ist Zahltag, es gibt Starkregenereignisse, es gibt Wetterkatastrophen, es gibt immer mehr Überschwemmungen, es gibt immer mehr Dürrekatastrophen, der Meeresspiegel steigt, man kann sich gar nicht ausrechnen, wie viele Flüchtlinge kommen werden, wenn der Meeresspiegel um 2-3 Meter hochgeht, weil in den armen Ländern ganz viele Menschen da siedeln. Mhm. Also das ist der nächste Zahltag und auch hier haben wir die Chance, wenn wir jetzt von unserem Wohlstand ein bisschen verzichten, haben wir auch eine große Zukunft, wenn wir die Technologien entwickeln, die Natur wieder in Ordnung zu bringen, das Klima wieder hinzubringen. Aber du hast ja vom Thema Bildung gesprochen. Wer ist in der Verantwortung und wie kriegst du es in die Köpfe von erwachsenen Menschen rein, die gar nicht auf dem Stand sind, das jetzt aufzunehmen, was du in den letzten 5 Minuten gesagt hast? Weil wenn du dir das morgen nochmal anschaust, das fand ich ganz, ganz spannend. Ich habe vorhin zu dir gesagt, du weißt zu jedem Thema. Und wo wir hier hinschauen, du hast immer noch einen Mehrwert in der Sache. Ne? Die Kaiserzeit, du hast hier du bist überall noch in was drin. Aber du hast am Anfang wahnsinnig, wahnsinnig überlegt und gestrauchelt, wie du dieses Thema anfängst, weil du dir selber noch nicht wirklich klar warst, wie man das anpacken muss. Jetzt ist es eine akute Sache. Wer ist denn jetzt gerade wen siehst du in der Verantwortung? Wer sind jetzt, sagen wir mal, die 13 Bürger vom Trafnik-Verein, die jetzt anfangen und was bewegen im größeren Stil, aus dem etwas erwachsen kann? Weil, ja, ich habe die Frage verstanden. Also, ich würde gar nicht darauf warten, bis irgendjemand sich mit jemandem zusammentut, sondern zunächst mal, und das hat wieder was mit Freiheit und Verantwortung zu tun, kann jeder das tun, was er tun kann, indem er überlegt, wie ich mein Leben einrichte und versuchen da ein ganz kleines bisschen an der Schraube zu drehen und nicht sagen, das nützt nichts, wenn ich alleine was mache. Dass wenn alle was Kleines machen, ist schon viel getan. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wenn es jetzt um politische Verantwortung geht, was ich so als Hintergrund der Frage vermute, dann glaube ich, sind wir am nächsten Punkt, den wir klären müssen, nämlich, dass unser politisches System, und damit meine ich jetzt das Parteiensystem, nicht mehr in der Lage ist, auf die Fragen der Zeit adäquat und zeitschnell und zeitgemäß Antworten zu geben. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Demokratie abschaffen will, im Gegenteil, man muss sie verbessern und man muss wirklich offen und ehrlich darüber reden, dass Parteien unserem Land nicht mehr gut tun. Und ich sage das deswegen, weil ich selber in einer Partei gearbeitet habe und ein Mandat über eine Partei bekommen habe. Also, es gibt 99% der Menschen, die in Parteien arbeiten, sind durch ihre Partei korrumpiert. Sie sind nicht korrupt, sondern korrumpiert. Ganz einfach, ich bin aus meinem normalen Leben raus, ich hab's erlebt, du wirst Abgeordneter und 99% aller Abgeordneten wollen wiedergewählt werden. Ja. Das heißt, es geht jetzt gar nicht mal ums Land, sondern es geht erstmal die Frage zu beantworten, wie werde ich wiedergewählt? Wiedergewählt werde ich, wenn meine Partei mich auf eine bestimmte Listenplatz setzt. Ja? Ja. Auch bei der Direktwahl. Ja. Das heißt, mein Oberziel ist für die nächsten 4 oder 5 Jahre, wenn ich einmal rein bin im Mandat, da mich darum zu kümmern, dass ich wiedergewählt werde. Das heißt, ich kümmere mich zuerst um die Partei. Das mag vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren richtig gewesen sein. Aber jetzt gibt es keine Antwort mehr auf die Fragen der Zeit.
denn ich muss mich dann um die Presse kümmern, ich muss mich um Mitgliederversammlung kümmern, ich muss versuchen, ganz viele Leute vielleicht sogar zu beschäftigen, auch wenn sie gar nicht gut sind, aber die haben natürlich wieder Multiplikatorenfunktion. Jetzt im Nachhinein, das müssen wir den Leuten zu Hause sagen, jetzt im Nachhinein, ne, bei Micha hätte jederzeit absagen können, wenn die Presse angerufen hat. Wir wollen das jetzt hier nicht so stehen lassen, dass man sagt, es war so viel zu tun, die Presse hat immer angerufen. Nein, ich weiß, was du meinst. Es ist ganz wichtig, also stehst du nicht in der Zeitung, bist du nicht. Ja, selbstverständlich. Das ist ganz typisch für Politiker. Jedenfalls will ich damit sagen, dass die Zeit, sich ums Land zu kümmern, relativ wenig ist. Aber das ist nur eine kleine Frage. Die nächste Frage ist, sollte man nicht die Legislaturen begrenzen, so wie beim Bundespräsidenten? Ja. Also, dass man sagt, du bist zweimal nacheinander im Parlament, das ist in Ordnung. Eine Legislatur lernst du, eine gestaltest du und dann kannst du dein Wissen an die Neuen weitergeben und dann bist du wieder weg. Heißt aber Umkehrschluss, ich muss auch den Leuten sagen, die mit 35 ins Parlament kommen und mit 45 wieder raus, ja. Du kannst ja dann nicht mehr als Chemieingenieur weiterarbeiten, ja, ja. Weil da bist du weg vom Fenster, ja. 10 Jahre lang. Das kriegst du nicht wieder eingeholt. Was mache ich mit denen? Denn sonst hast du am Ende nur noch Beamte im Parlament und das ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Also da muss man sich drüber wirklich Gedanken machen. Aber du hast es jetzt, Punkt du denkst ja schon, warum verdient ein Vorstandsvorsitzender einer kommunalen Gesellschaft in Leipzig mehr als die Frau Bundeskanzlerin? Wie kann denn sowas sein? Ja? Brauchen wir wirklich 660 Bundestagsabgeordnete? Reicht da nicht die Hälfte? Aber die müssen doppelt bezahlt werden, damit sie nicht noch Nebenjobs machen. Ja? Also es sind eine haufenweise Fragen und da kommen noch viel mehr. Ich habe auch nur die Fragen. Ein Ansatzpunkt wäre, sowas zu lösen, indem man sagt, wir machen jetzt zum Beispiel mit David Hinzmann und einer coolen Runde, betreut durch eine Universität, Politik- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, machen wir alle 6 Wochen oder alle 8 Wochen sonntags vormittags am Kamin mitten in der Stadt Leipzig, machen wir eine gerne öffentliche Veranstaltung, wo wir jeweils eine gesellschaftliche Institution einladen, also die Gewerkschaft, die Bundeswehr, die Universität, das Gesundheitswesen und mit denen solche Fragen diskutieren. Könnt ihr euch eine Demokratie vorstellen, wo die Parteien nicht mehr so viel Einfluss haben wie heute. Und ich bin sehr überzeugt, das wird ein Prozess über mehrere Jahre, ja. Dass es ganz gute Ideen gibt. Und dann muss man einfach gucken. Die kann man aber nicht weiter. Ich nehme an, man kann diese Ideen dann weder umsetzen noch weiterdenken, weil dann müsste man das System im Vorfeld aufbrechen, überhaupt die Möglichkeiten zu schaffen, dort etwas zu verändern. Und dann ist man in dieser Tretmühle drin von Leuten, die eigentlich einfach nur weiter machen, die man eigentlich im Boot bräuchte, um an diesen Stellen die Entscheidung zu treffen, die ihren eigenen Ast absägen. Also um das nochmal zu sagen, ich habe jetzt keine Patentantwort. Ist ja gut, dass du Fragen hast. Ich habe Fragen dazu und ich möchte gerne die Fragen mit relevanten und kompetenten Kräften und möglichst allen aus der Gesellschaft in irgendeiner Form besprechen, diskutieren. Das war so ein Vorschlag mit dem Kamingespräch sonntags früh um 11 zwischen Kirche und Gänsebraten. Kann man auch anders organisieren. Braucht Unterstützung von Wissenschaft und Forschung. Aber das wäre für mich sozusagen friedliche Revolution Teil 2. Das ist ja ein großes Thema in Leipzig, eigentlich auch Bürgerbeteiligung. Es gibt ja ganz viele Themen, ob das nun Bürgerradweg ist, etc., die wirklich erarbeitet werden. Auch in Grünau haben wir dann verschiedene Foren auch mitverfolgt. Da werden dann die Themen, die die Stadt beschäftigen, mit Menschen direkt aus der Bevölkerung erörtert, geplant und dann noch umgesetzt. Das ist also was, wo du dich auch mit einklinken könntest, wo du sagst, da bist du zu 100% mit dabei. Bürgerbeteiligung ist eine wichtige Sache und sollte noch ausgebaut werden. So ist es. Was die Leute betrifft, das müssen sie selber mitentscheiden. Und eine Bürgerentscheidung sieht nicht so aus, dass jemand, der das Fahrradwege bauen, inklusive Grünstreifen an dem Weg, studiert hat und seit 20 Jahren als Experte durchführt und der bringt einen Vorschlag auf eine Bürgerversammlung und die Leute stehen rum und sagen, naja, aber vielleicht kann man da doch die Ecke und so. Und der hat dann in einem geschliffenen akademischen Duktus die Begründung sofort parat, warum das nicht geht, was der Bürger sagt. Das ist für mich keine Bürgerbeteiligung. Wollen Bürger, ich weiß es nicht, wollen Bürger Bürgerbeteiligung oder kommen zu solchen Foren eigentlich nur die Leute, die gerne gehört werden wollen und die haben dann meistens keine Ahnung und wollen nur schimpfen? Das kann ich mir vorstellen, dass das ein Großteil ist. Wenn es mal wieder dazu kommt, dass man eine ehrliche Chance hat, seine Meinung oder seine Idee auch mit einzubringen, dann
denke ich, kommen auch wieder mehr Bürger. Und ansonsten würde ich schon mit denen anfangen, die kommen. Klar. Besser als wenn niemand kommt. Das heißt, auch für kleinere Themen lieber Bürgerumfragen, Bürgerabstimmungen. Kann man alles machen, klar. Macht das Sinn? Oder fehlt dann dort das? Was macht denn schon Sinn gegen die Bürger? Dort, ja, okay. Aber muss man das vorarbeiten und dann schon Vorschläge ausgearbeitet zur Abstimmung stellen? Oder wird das in einem Bürgergespräch entwickelt? Weil das Hintergrundwissen in vielen von diesen Bereichen geht beim Verkehr los. Jeder fährt gern Straßenbahn, aber die meisten können keine Straßenbahnschienen verlegen. Geschweige denn wissen sie, wo sie dann im ganzen Verhältnis zwischen Autos und Fahrradfahrern hingehören. Deswegen, da fehlt ja der Hintergrund bei den Bürgern. Also Bürgerbeteiligung sieht bei mir so aus, dass man das unvoreingenommen okay. Die Möglichkeit hat. Du wirst staunen, wie intelligent und wie gut und wie kompetent einzelne Bürger sind. Ja? Ja. Sie sind nicht nur Meckerköpfe oder die einfach nur mal gemeckert haben wollen. Die gibt es auch, okay, die muss man einfach mit ertragen. Das machen wir ja in unserer Gesellschaft sowieso. Und je mehr es die Möglichkeit gibt, desto mehr werden sich auch dafür interessieren. Das Gegenteil haben wir ja jetzt, dass die Leute sagen, die da oben ja. Und wir hier unten, es ist völlig egal, was wir sagen, was wir machen, was wir wählen, die machen sowieso, was sie wollen. Und das ist doch keine Zukunft. Das sehen wir doch in Amerika, das sehen wir am Brexit, das sehen wir bei der Angst vor Le Pen, das sehen wir in der Türkei, das sehen wir bei Putin, Orban, was weiß ich. Also wir sind ja schon langsam umzingelt. Von Leuten, die demokratisch gewählt, ja. Von ihren Bürgern gewählt werden, weil sie die Schnauze voll haben, genau, von dieser Nichtbürgerbeteiligung ja. Und diesen Schwindel, ich habe eine Demokratie, ich habe was zu sagen, aber in Wirklichkeit kann ich nur ein Kreuz machen. Und dann, alle 4 oder 5 Jahre, und dann kommt dazu, dass es eben seit der großen Koalition, die sicher an schwierigen Stellen in der Entwicklung einer Gesellschaft eine Funktion hat, die gut ist und wertvoll ist, aber die große Koalition heißt, es gibt keine Opposition mehr. Und es ist immer so, dass 49% dafür sind und 51% dagegen. Aber wenn die nicht einverstanden sind, keine Vertretung in ihrer Vertretung, in ihrer repräsentativen Vertretung im Parlament haben, dann suchen sie sich an den Rändern andere Vertreter. Ja, also die große Koalition ist für mich ein Mitverantwortungsträger für die Situation, dass zum Beispiel, ich habe mit der NPD 10 Jahre lang nebeneinander gesessen im sächsischen Parlament, jetzt haben wir die AfD, das ist ganz klar, und auch der Schulz-Effekt, der jetzt entsteht, ja. Zeigt doch, dass es dann auch wieder geht, wenn jemand sagt, wir machen Opposition oder wir regieren selber. Und es gibt zwei starke Parteien und es gibt entweder mal die eine, die gewinnt und dann geht die andere in die Opposition und umgedreht, dann verfilzt auch keine Verwaltung, dann ist eben das Auswärtige Amt, dann ist das Auswärtige Amt eben nicht über zig Jahre von einer Partei geführt und alle Beamten auf der ganzen Welt, die mit dem Auswärtigen Amt zu tun haben, kommen sozusagen von der Partei, sondern... Wollen wir dir mal was zu trinken bestellen? Du bist ja, wir müssen das mal... Das wäre nicht schlecht. Wir müssen ganz kurz den Matthias... Matthias, wir brauchen noch schnell für den Herrn Weichert was zu trinken, das wäre ganz furchtbar nett. Dankeschön. Ach, na? So funktioniert... Deswegen haben die wichtigen Gäste, die haben ein Mikrofon und dann kann man rufen und... Das traut man sich jetzt nicht, wenn man hier vor der Kamera sitzt. Na, also, du bist mal Politiker gewesen, das ist dann immer noch drin. Ne? Da muss man auch mal ein bisschen auf das eigene Wohl bedacht sein. Bürgerkandidaten, ob das nun Stadtratswahlen sind, Wahlen zum Oberbürgermeister, ob das Landtagswahlen sind, jetzt Bundestagswahl. Ist das was eine Zukunft haben könnte? Ich sehe das in Leipzig. Wenn wir jetzt sagen würden, wir hätten in einem von diesen Dezernaten, hätten wir einen etwas leicht auf dem Fachgebiet bewanderten Bürger sitzen, der aber wirklich aus der Bevölkerungsmitte kommt, wo die Bevölkerung also auch sieht, das ist einer von uns, der hört sich unsere Themen ganz, ganz anders an, als jemand, der vom Westen, das ist ja immer das, was in Leipzig gesagt wird, da kommt dann einer vom Westen, der wird dann hingesetzt. Ist das was das Vertrauen dann auch zurückbringen kann oder dass man zumindest denkt, man hat einen Ansprechpartner, der anders an Themen also, rangeht. Das haben wir ja zum Teil. Ich sag mal, der Finanzbürgermeister Thorsten Bonnef kommt direkt aus der Leipziger Bevölkerung. Der hat
Ja. Als jemand, der sich vorher um eine Bank, der sich vorher um eine Bank gekümmert hat, ist er ja bei der Bevölkerung schon durch. Das ist ja dann jemand, der besser gestellt ist. Man möchte jemanden haben, das muss da auch. Also ich finde es nicht schlecht, wenn jemand, der Finanzen studiert hat, in der Bank gearbeitet hat und von Finanzen Ahnung hat, wenn er Finanzbürger ist. Ja, den Bürger nicht gleich ins Finanzdezernat stecken. Also ich denke nochmal an seine Vorgängerin. Es gibt ja auch noch Vorsicht. Dann gucke ich mir an Frau Dr. Jennecke. Ja. Ich finde eine tolle Kulturbürgermeisterin. Ja. Ja. Von der werden wir noch ganz viel mehr hören. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kommt aus der Mitte des Stadtrates, aus der Mitte der Bevölkerung, hat studiert am Schauspielhaus in Leipzig als Dramaturgin gearbeitet, hat natürlich auch mal in Berlin, in Hamburg und woanders sich ein bisschen um die Nase wehen lassen und Kulturpolitik auch mal von anderen Städten, Kommunen, Gemeinden und Ländern gesehen. Ja, muss man ja. Ist doch toll. Braucht also, man ja. Kann ich nur sagen, klasse. Und also solche Beispiele gibt es ganz einfach. Ich höre auch viel Gutes von dem neuen Verwaltungsbürgermeister. Ja. Kann ich noch nicht so hundertprozentig einschätzen. Er heißt ja auch Verwaltungsbürgermeister. Das heißt, er hat mit mir als Bürger relativ wenig zu tun. Er muss sich um die Verwaltung kümmern. Aber wenn es da in Richtung Digitalisierung geht, wenn es da in Richtung neues Denken und Strukturen zusammenführen, die zwar schon ewig auseinander waren, aber eigentlich zusammen gehören. Also wenn es in diese Richtung geht, klasse, sollen wir machen. Und es ist mir dann auch wurscht, ob der aus dem Osten oder Westen kommt. Ja. Leipzig hat 1000 Jahre lang davon gelebt, dass wir immer über den Tellerrand geguckt haben und uns immer internationale Leute, ob es Architekten waren oder Künstler waren, eingekauft haben. Und hier sind die groß geworden und haben die Stadt auch groß gemacht. Ich weiß, was du meinst. Da hast du auch recht, gerade bei Skadi Jennecke. Der klassische Bürgerkandidat ist aber für mich jemand, der praktisch ganz anders als ein Politiker zum Beispiel oder jemand, der sich überhaupt im System zurechtfindet und auskennt an die Sache. Ralf Kohl. Alle kennen Ralf Kohl. Du kennst Ralf Kohl? Apostelhaus. Nein. Du kennst Ralf Kohl nicht? Leider nicht. Musst du dich mal im Stadtrat und da musst du dich mal unter deinen politischen Freunden umhören in der Stadtverwaltung. Frag mal nach Ralf Kohl. Ralf Kohl ist jemand, der seit jetzt mittlerweile 9 oder 10 Jahren praktisch zu den Veranstaltungen geht, die Burkhard Jung gibt und dort immer wieder Fragen stellt. Wirklich Bürgerbeteiligung lebt. Mhm. Er hat sich gesagt, ich bin Teil dieser Gesellschaft und ich mache das jetzt. Aber wirklich wesentlich extremer als andere, sodass Burkhard Jung, es muss jetzt 3 oder 4 Jahre her sein, da hat Burkhard Jung in der Veranstaltung gesagt, für alle, die jetzt hier im Saal nicht wissen, wer der Bürger ist, der kommt seit 7 Jahren zu jeder Veranstaltung, die ich halb öffentlich gebe, ich beantworte seine Fragen nicht mehr. Und hat ihn dann einfach abblitzen lassen. Und das ist jemand, der ist so oft gegen verschlossene Türen gerannt in Leipzig, der hat sich so verbrannt und der möchte es jetzt nochmal versuchen. Und das ist ein klassischer Bürgerkandidat, der weiß erst, was er will, wenn er wirklich mal irgendwo auf einem dieser Plätze sitzen würde, im Bundestag oder wo auch immer jetzt in diesem Jahr. Und der würde dann sich dort mit seinem Wissen als Bürger anschauen, was kann ich hier machen, wie funktioniere ich in diesem System und der bringt dann einen ganz, ganz anderen Ansatz ran. Ich weiß nicht, ob das überhaupt gab mal ganz ehrlich, hat es sowas jemals gegeben? Weil man rennt mit seiner Liste rum, dann sammelt man 200 Unterschriften und dann muss man ja noch gewählt werden. Aber dass da mal irgendjemand mit einer cleveren Geschichte durchgerutscht ist, der so gar nicht reinpasst. Also wirklich die Mutti von nebenan. Also da weiß ich zu wenig, aber das ist auf jeden Fall möglich und zumindest in kleineren Kommunen gibt es sowas. Vielleicht hat es das in Leipzig auch schon gegeben. Seitdem würde sowas funktionieren vom Gedanken her? Gab es das nicht. Würde sowas vom Gedanken her funktionieren? Ja klar, funktioniert es vom Gedanken her. Und je kleiner die Kommune ist, desto größer. Aber ich muss auch mal was zu dem Herrn sagen, ich kenne ihn wirklich nicht. Es gehören immer 2 dazu. Ja. Ne? Also ich kann nicht nur behaupten, ich bin jetzt der Bürgervertreter, und mir ist alles erlaubt und ich kann jede Grenze überschreiten. Und deswegen sind die anderen gegen die Bürger, die jetzt sagen, irgendwann mal ist Schluss. Wenn jemand immer an verschlossenen Türen kommt, dann muss er auch irgendwann mal vor den Spiegel gehen und sich fragen, es liegt sicher auch an mir, wie organisiere ich denn das, was ich will? Und wenn das nicht kompatibel genug ist, dann muss man sich am Ende auch nicht wundern. Man kann auch nicht jeden, aus welchem Grund auch immer, sofort ein Mandat geben. Ja? Also da muss schon eine gewisse solide Grundsubstanz sein. Wobei, auf der anderen Seite, ein Stadtrat hat 70 Mitglieder, wenn da einer dabei ist, der irgendeiner Form lustig querschießt, das hält jedes Parlament aus, warum nicht? Ne? Glaube ich auch. Kein Problem. Ist,
Ja, aber das ist dann so, das sind ja die klassischen Bürgerkandidaten. Ich glaube, es gibt eigentlich bei unseren Wahlen, die wir hier in Leipzig in den letzten Jahren hatten, hauptsächlich, trink was. Du kannst hier, mach das. Hier, wir zeigen nochmal dein, komm, wir zeigen dein, muss jetzt hier, der Robert muss, Robert, bist nicht da, wir wollten das Bier zeigen. Ja, ach so. Jetzt haben wir das nicht, wir wollten hier, dass die Leute das gute sofort. Bier. Gibt es denn schon Reaktionen? Es gibt hier auch eine Frage. Es gibt eine Frage? Oh, ich dachte, du bist viel zu seriös und zu politisch, dass die Leute Angst haben. Letzte Woche bei den Videospielen war das einfacher. Na dann, Robert. Ja, also zu diesen, es gibt ob's die Frage, ob es Alternativen gibt zur Beteiligung an Parteien. Also in Aktivität in Parteien, Alternativen. Und weil Parteien würden ja korruptieren und sich immer mit potenzieller Wiederwahl beschäftigen. Also brauchen wir jetzt Es fehlt noch eine Alternative. Gleiches gilt für Bürgerbeteiligung. Das ist im kleinen Rahmen gedacht und aber in der Globalisierung als Form von Teilhabe widersprochen. Mhm. Weißt du, sonst würde ich dir das nochmal als Frage verpacken. Eine Alternative zur Beteiligung an Parteien. Also wer jetzt zu Hause Interesse hat, mitzumachen am großen Geschäft, aber sich jetzt nicht für eine Partei entscheiden möchte, wie kann man denn mitwirken? Die Alternative zur Parteiarbeit in der heutigen Gesellschaft. Also im Moment ist es, wenn man in einem Parlament möchte, also Gesetzgeber werden möchte, ist es ganz, ganz schwierig. Darum stelle ich das ja auch auf den Prüfstand. Aber in einer Gesellschaft, in einem Gemeinwesen kann man natürlich mitmachen. Man kann sich in Vereinen engagieren, man kann sich in Initiativen engagieren. Also ich bin ja auch manchmal der Vereinsmischer genannt worden. Ja, ich bin Bürgervereinsgründer vom Bürgerverein Meckern-Warn, von Leipzig-Trafnik e.V. Ich bin Zoo-Fördervereinspräsident. Ich bin im Jugendherbergswerk e.V. Vizepräsident. Also ich habe ganz viele solche Funktionen, wo ich mich überall einbringe und das kann jeder. Du musstest wahrscheinlich noch nie ein Abendessen selber bezahlen. Du bist immer unterwegs von Tag zu Tag. Das kann jeder. Also das ist überhaupt keine Frage. Ja. Und man muss ja auch das Sprich dich aus, wir sind unter uns. Mein Credo und meine, die mich in den Vorständen erleben, wo ich mitmache oder wo ich sogar Vorsitzender bin. Ich sage immer, Vereinsarbeit muss Spaß machen, also Ehrenamt muss Spaß machen. Und ich mache kein Ehrenamt und sitze freiwillig in meiner Freizeit in einem Gremium, einem Vorstand, wo ich merke, dass die Leute sich untereinander behaken, aus welchen Gründen auch immer. Ja, dann macht euren Dreck alleine. Also da habe ich keine Lust dazu. Ich will den Verein nach vorne bringen und nicht irgendwelche Befindlichkeiten lösen. Ja? Bist du oft ich kann auch gerne ein Glas Bier bei einer Vorstandssitzung schießen. Das ist überhaupt kein Problem. Oft an solche Grenzen gestoßen? In deiner Arbeit in Vereinen? Mitunter schon. Und dann habe ich auch irgendwann eine Konsequenz gezogen. Ja. Achso, das ist, weil ich kenne das in Leipzig in der Arbeit in Vereinen auch so, dass es in diesen Vereinen ganz, ganz viele Befindlichkeiten gibt und meist dann auch so. Hat dann, auch vor ein paar Jahren in Lindenau, dass sich das dann komplett auseinander... Ja, und dann sage ich ja ganz genau, woran das liegt. Das sind Leute im Vorstand, die ein anderes Ziel haben, als den Verein nach vorne bringen. Ja. Die wollen sich irgendwie bekannt machen, weil sie vielleicht anstreben, mal auf einer Liste in Stadtrat zu kandidieren oder einfach, weil sie gerne in der Zeitung stehen. Egal was, es ist in der Regel Eigenmotivation und nicht das Ziel, den Verein, den gemeinnützigen, den e.V., weiterzuentwickeln. Wer sind denn jetzt mal aus deiner Sicht, parteiübergreifend, das mal wirklich auch mal, um die anderen ein bisschen zu loben, was sind denn hier die großen Macher in Leipzig, von denen du auch sagst, die denken auch mal ein bisschen über den eigenen Parteitellerrand hinaus, die bewegen was in Leipzig, unabhängig von politischen Vereinigungen. Was sind so die Namen, die du jetzt nennen würdest, wo du Vertrauen hast? Name ist erstmal schwierig, aber auf jeden Fall... Kannst niemanden lobend erwähnen. Doch, natürlich. Aber erstmal... In der Kulturszene gibt es ganz, ganz viele, die hängen natürlich alle in irgendeiner Form am Tropf der Verwaltung und damit auch an der Parteien, weil im Kulturausschuss wird dann die Mittel vergeben. Aber das sind Leute, die wirklich über Parteigrenzen hinweg, sowohl in der sogenannten Hochkultur, wenn ich mir Mario Schröder angucke oder was Ulf Schirmer jetzt mit der Oper, wie sie das platziert hat, ist Gewandhaus, Weltklasse, unter den ersten 5 bis U10, je nach Rankingliste, die man sich anguckt. Thomaner Chor, absolute Weltklasse, das ist so die eine. Und was hier so passiert in der Kali, im Westen, in Lindenau, in den ganzen neuen Institutionen und neuen Möglichkeiten bis hierher, Kneipenszene in Leipzig, das ist alles ganz, ganz toll. Und wenn du zu den Leuten gehst, die haben eine Vision, die wollen aus ihrem
Genre, aus ihrer Botschaft, die sie in die Kultur verpacken, wollen sie was machen, wollen damit vielleicht Wege aufzeigen oder anderen Beispiele geben, aber eigentlich, sie können vielleicht sogar Parteimitglied sein, aber eigentlich interessiert sie das nicht, was eine Partei dazu sagt. Das finde ich großartig und genauso ist es in der Wirtschaft. Wir haben natürlich den Nachteil, dass wir 1945 oder 49 spätestens von der gemeinsamen Entwicklung abgehängt worden sind und 1990 wieder dazugestoßen sind. Und da war in Deutschland, wir waren damals ein Fünftel oder ja, ein Fünftel sind wir geworden. Da darf man natürlich nicht drüber davon träumen, dass wir jetzt genau denselben Stand erreichen wie Großraum Stuttgart oder München. Das ist völlig ausgeschlossen. Das dauert noch viele Generationen weiter, bis sich da auch nochmal ein Ausgleich hin, den ich auch sehe, weil unsere Infrastruktur inzwischen viel besser ist. Hier ist mehr Raum, mehr Platz. Logischerweise müssten dann auch die Grundstücke immer noch billiger sein, trotz Immobilienpreisexplosion etc. pp. Aber niemand verlagert eine Firma nur, weil wir in Sachsen leben und hier eine schöne Infrastruktur haben, sondern da braucht man eine knallharte wirtschaftliche Entscheidung. Und die Leute, die hier sind und auch die, die was wieder draus gemacht haben, sind richtig große Macher. Wir haben hier Hidden Champions in der Stadt. Das weiß manchmal gar niemand. Ja? Also wenn ich mir das Kirov-Werk ankomme, richtige Traditionsfirma, ist jetzt bei der Kranunion, die sind Weltmarktführer in Schienenkranen. Ja? Wenn du dorthin gehst in Plagwitz, da steht, da sagt er dir, da, der geht jetzt nach Brasilien, der geht nach Korea, da drüben steht einer für Vietnam. Ja? Und die sind in ihrer Innovation allen anderen auf dem Weltmarkt immer 5 Jahre voraus. Ganz cool, aber weiß in Leipzig gar niemand. Ja. Was macht denn die Tourismus und Marketing eigentlich? Die brauchen gar keine Leute mehr, die stellen dich hin. Du läufst in jeder Straßenbahn, da kann man Kopfhörer reinstecken, da machst du einfach den Reiseführer. Man kann dich permanent im Internet zeigen, du weißt alles über die Stadt. Du hast innerhalb von 5 Minuten hier runtergerattert, was es hier alles gibt und wer hier was bewegt. Hier waren so viele neue Aspekte drin. Ich weiß gar nicht, ob die Frage eingangs war, weil du jetzt einfach bist von einem ins nächste. Ja, die Macher. Bei den Leipzigern müsste man das anders machen. Die müsste man nicht in der Straßenbahn bekehren, sondern die müssen einfach mal alle, jeder in beschwindenden Abständen irgendwo hin ins Ausland. Du musst gar nicht weit sein. Und dann kommst du wieder und dann bist du so begeistert von deiner Stadt, dass du nie wieder meckerst. Da brauchst du Bus. Naomi Bia-Witte hat gesagt, da braucht man Bus bis nach Dresden gehen und dann bis, ist. Bis nach Trainer. Bis nach Trainer. Bis nach Trainer. Ja. Trainer hier. Ja. Du gehst mal dort in den Gasthof. Da du bist im Kastanienhof, ist das, glaube ich. Kann sein. Trainer, ja. Ja, du kommst ja rum mit deinem Fahrrad. Ne? Genau. Ich wohne in Belgersheim, ne? Da gehört Trainer mit dazu. Ist wohl ja. Nicht so gut im Kastanienhof? Also, es gibt solche und solche. Rede mal mit den Leuten, da wirst du schon einen himmelweiten Unterschied feststellen von der Mentalität und von der, und das hat was mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Wir leben hier in Leipzig schon ein bisschen mehr noch im Paradies, als wir sowieso in Deutschland haben. Ja, aber Belgersheim hat ja draußen auch den, den schlechtesten Bürgermeister, den es. Den kenne ich nicht. Oh, Thomas Hagen, das hat Gerhard Gey, Landrat Gerhard Gey hatte das mal gesagt, 2008. Es würde sich wohl um den unfähigsten Bürgermeister handeln. Und brauchen wir jetzt nicht weiter darauf ausgehen, das habe ich vor ein paar Ausgaben schon gemacht. Wie spät ist denn das jetzt hier, mein lieber Robert, der im Internet irgendwie anders heißt? Carlos. 23:21. Bitte? 23:21. Weil ich wollte jetzt mal. Wir sind ja jetzt hier in der Dresdner Straße, 25 Rumpelkammer. Wir haben 2 Kameras, die funktionieren auch. Das Kabel ist lang genug. Ich wollte das nämlich gerne mal auf die Straße richten. Ich möchte nur mal, dass die Leute sehen, dass wir hier auch in Leipzig unterwegs sind und dass das live ist. Es ist nämlich dunkel draußen. Willst du auf Toilette gehen? Du kannst, ich stelle das Bus rum. Du kannst gehen, geh, ich bin hier, du bist, mach. Der Herr Weichert muss ich kurz die Beine vertreten, er ist gleich nochmal da. Komm mir bitte wieder, sonst bin ich hier alleine. Robert, würdest du mal dein Mikrofon dran nehmen? Ja, ich bin Pass hier. Auf, jetzt kommt der wichtige Teil der Sendung für die Leute im Netz. Ich muss mich entscheiden. Schalt mal um. Jetzt sehen wir doch mal. Achso, du hast schon. Achso, okay. Ich muss gucken, dass ich mit dem Kabel und dem Rest hier rumkomme. Wenn es plötzlich Schwarzbild gibt, dann tut mir das leid. Ich hatte so eine schöne Position für die Kamera eingangs, aber wenn man nur 2 Kameras hat und möchte den Micha Weichert noch zeigen, dann kann man natürlich nicht die Kamera die ganze Zeit am Fenster stehen lassen. Robert, wie sieht's aus? Du siehst gut aus. Ich will jetzt hier, dass das funktioniert. So, das ist der Rest der Rumpelkammer. So, jetzt hat sich das hier festgehangen. So, jetzt schauen wir mal, wenn die Leute auch mal
Das ist das, was wir hier Montag für Montag sehen, wenn wir rausschauen. So, Robert, sieht man was? Ja, dreh mal ein bisschen nach links. Dreh mal ein bisschen nach links. Richtung Kreuzung. So? Mehr. So? Mehr. So. Da steht der Wagen. Mehr, ja. Kann den mal jemand wegschieben? Sieht man was? So sieht man schon die Kreuzung. Spiegelt die Scheibe noch so sehr? Etwas, ja. Warte mal, das Kabel. Jetzt. Wenn man hier 5 Meter Kabel hat. Sieht man was? Jetzt gucke ich mir das mal an. Moment. Das ist doch. Ja, liebe Menschen daheim, das ist die Dresdner Straße. Ich kann gerade gar nichts. Michael Weichert ist wieder zurückgekommen, trinkt jetzt weiter. Das ist aber schön, ne? Rein theoretisch könnten wir, wenn wir das jetzt hier so sehen, da können wir, im Sommer können wir da Frisbee draußen spielen. Oder, Robert? Ja. Da sind wir dann in unseren Badehosen ganz verliebt, in Badelatschen. Stehen wir hier vor der Rumpelkammer in der Dresdner Straße 25 und spielen Frisbee. Wir können auch ein bisschen Sand aufschütten. Na, das ist schon wieder, das ist zu viel. Kannst du auch die nächste Aufzeichnung im Sommer da machen? Ja, das Problem ist, dass wir keinen Ton draußen haben. Ach so. Wir haben das heute mal probiert, wir hatten auch ein zweites Kabel. Robert, schalt nochmal um auf die große Kamera, ich gehe hier mal nochmal rum. Ach, ist richtig live. Wenn wir jetzt beim MDR wären, da hätten wir hier kein Kabel dran. Okay. Wird man da nicht drüber fallen, das würde nicht spannen. Robert, was ist denn eigentlich aus unserem Telefonkabel geworden? Was war denn da? Das Telefonkabel ist hier dran. Na, wir haben gedacht, wenn die Kamera jetzt nach draußen zeigt, dann könnte ich eigentlich rausgehen. Und das Problem ist, da das Mikrofonkabel natürlich nicht durch die Scheibe geht, könnten wir das Ganze ja übers Telefon machen. Ich würde also hier drin anrufen. Das ist ja gar nicht der richtige Stecker. Ach doch? Doch. Wenn du mich jetzt anrufst, könnte ich rausgehen. Aber Micha, ja. Gut, dass du da bist. Das ist ja hier richtig. Wir brauchen einen Fachmann vor Ort. Rufst du mich mal? Nee, wer ruft? Ich rufe dich an. Wir gucken mal, ob das geht. Weil man muss ja eine Möglichkeit finden, dass draußen noch Ton ist. Wir wollen ja schon mal ein bisschen in Leipzig unterwegs sein. Das wäre der erste Schritt außerhalb der Rumpelkammer, um zu gucken, ob das funktioniert. Die Zeit musst du noch... Ja, das ist dann der Rumpelplatz. Das musst du einbringen. Ne? Du hast die politischen Kontakte. Wir möchten gerne, dass dir das hier draußen... Na, wie heißt denn dieses Karree hier vorne? Diese große, die Kreuzung. Das muss doch auch irgendwie eine Bezeichnung haben. Weiß ich nicht, ob sie extra Bezeichnung hat. Du weißt doch sonst alles. Ja, ich weiß nicht alles. Es ist schon zu spät für dich, nicht wahr? Jetzt auf dem Zettel steht nämlich, du bist 63 und das ist jetzt dann auch Zeit fürs... Wann schläfst du denn? Was ist so deine normale Zu-Bett-Geh-Zeit? 1:30, 2. So. Aber dann auch bis um 8. Ach so. Ja. Um 1:30, 2, um 2. Mhm. Echt? Ist ja, das schlimm? Nein, ich weiß, wie das ist. Also ich mache nicht mehr bis früh um 5, um 6. Wenn ich bei einer Party bin, wo das dann zu lange geht, das ist kein Problem, aber im Normalfall ist dann... Nach Mitternacht irgendwann Schluss. Aber das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe gedacht, dass ich nicht der Einzige bin, der dann schon in ein Alter gekommen ist mit 30, der sagt, jetzt ist aber mal 12 Uhr, jetzt muss ich aber langsam... Ja, was heißt dann, wird zum 1:30, 1:30. Eieiei. Was ist es dann, ein gemütlicher Abend? Bist du unterwegs oder ist es ein gemütlicher Fernsehabend oder ist es was, wo du noch was liest so bis um 2? Oder also Fernsehen gucke ich relativ selten. Ich komme ja zwischen 11:30, 12 nach Hause. Und dann brauche ich noch ein bisschen Zeit zum Runterfahren. Gucke ich, ob es irgendwo noch Tagesschau, Tagesthemen, Heute-Journal gibt. Und dann lese ich noch ein bisschen. Okay, ich muss jetzt mal den Robert anrufen. Ja, mal sehen, ob es funktioniert. Bei mir ist der Akku gleich leer, Robert. Du weißt, dass du musst dein Telefon hier anstecken. Ja, kann ich nicht erst mal wählen, Robert? Nein. Darf ich nicht? Stöpsel das mal hier ein. Ich bin gleich wieder da, liebe Menschen daheim. Wir probieren jetzt, ob wir aus der Rumpelkammer rausgehen können. Na, klappt das? Micha, du darfst doch was dazu sagen, weil du bist jetzt gleich derjenige, der das hier kommentieren muss. Du hast jetzt mal eine ganz andere Funktion. Oh, man hört was. Bin ich? Hallo? Hallo? Ich kann nicht. In der Rumpelkammer? Micha, ich muss jetzt mal kurz hier raus. Geh mal raus. Ich gehe mal kurz raus. Wir hören dich, glaube ich. Mit etwas Verzögerung wahrscheinlich, aber wir hören dich. Ich habe eine Frisbee-Scheibe mitgebracht. Ich kann mit mir alleine draußen vor der Rumpelkammer Frisbee spielen. Vor der Rumpelkammer.
Hört man nicht noch? Ich brauche jetzt vom Robert ein funktioniert doch? Ja. Cool. Kann man das sehen? Kann man nicht hören? Ich spiele mit mir. Oh, der Wind spielt ganz schön mit. Also das ist doch der beste Beweis, dass in Leipzig schon früher angefangen hat, ja? Der David funktioniert? Im Hemd, Frisbee, nachts auf der Straße. Die Sendung wird grenzenlos. Da gibt es doch überhaupt nichts mehr, was hier noch schief gehen kann. Wir können hier praktisch alles machen. Das nächste Mal sind wir hier mit Ebe Tuss, die blinden Rechte ist bisschen wie Olaf Schubert, kann das sein? Für die Rechte von Menschen mit Sehbehinderung. Ist bisschen wie Olaf Schubert, kann das sein? Ich muss gar nicht in die Rumpelkammer rein. Die sieht das schöne Ambiente dann gar nicht. Ich komme jetzt gleich wieder. Micha kann ich leider nicht, ich höre hier gar nichts. Ich weiß, dass der Herr Weichert was sagt. Ich sehe, dass du gut spielst. Wunderbar. So, ich komme jetzt wieder rein. Es ist nämlich draußen kalt. So. Ach, hier ist aber schön. Hier war ich auch lange nicht. Ach, der Weichert ist da. Lala. Hallo, David. Nee. Ach, Mensch. Das ist eine grenzenlose Sendung hier. Ja, das war ein Stück von Leipzig. Sehr schön. Ach, Herr Weichert. Micha, wann hast du zuletzt Frisbee gespielt? Kann ich ja nicht sagen, wenn überhaupt, dann mal einmal am Strand in Hengsdorf. Oh, das ist was für den Sommer, da müssen wir den Herrn Weichert dann nochmal zu uns holen. Da spielen wir nochmal. Jeder bringt seinen eigenen Sand mit, eine Tasche voll und mein Telefon ist... Ach, Robert hat jetzt mein Telefon. So, Micha, jetzt bin ich natürlich ganz raus, weil draußen war es ein bisschen kalt und ich hatte keine Jacke an, bin nächste Woche wieder krank. Kannst du dir gar nicht leisten, oder? Krank zu sein? Nein. Wenn man krank ist, ist man krank. Gut. Da muss man sich keimig irgendwo hinschleppen, alle anderen Leute noch anstecken. Nee, ich bin letzte Woche hier mal raus und rein getigert. Und als ich ankam, ist mir ein Knopf vom Mantel abgefallen. Und als ich dann hier zusammengepackt habe, ist mir ein zweiter Knopf vom Mantel abgefallen. Und ich bin dann immer wieder rein und habe gedacht, da machst du nicht zu, einen Schal machst du auch nicht um. Und dann war ich gleich Dienstag sofort, zack, ging es los. Tropf, tropf, tropf. Mhm. Und jetzt, nicht gut. Ja, jemand, der sich fit hält wie du, mit dem Fahrrad unterwegs ist viel, der steckt sowas wahrscheinlich viel, viel leichter weg, oder? Also so eine Fitness, wie du sie dann hast, wenn ich das bei Facebook sehe, wenn du mit dem Fahrrad jetzt beim schönen Wetter wieder unterwegs bist, das ist ja was ganz, ganz anderes als ich, der die ganze Zeit nur auf dem Sofa sitzt. Vielleicht, das kann ich natürlich nicht beurteilen, man kann sein Immunsystem natürlich auch trainieren und ich habe natürlich auch meine Hausmittel und wenn ich so einen Anflug kriege von Erkältung, also so, wenn man das merkt, so im Hals oder in der Nase, dann nehme ich Krebostat. Okay. Und das hilft mir ganz gut. Ich weiß, dass das ein Medikament ist, das nicht sehr chemisch ist und das ist auch eigentlich nicht die Ursachen bekämpft, aber die Wirkung. Und das heißt, ich kann erstmal weitermachen. Das ist jetzt sehr, sehr also das liefere sozusagen die Erkältung meinem Immunsystem aus und ich kann trotzdem einigermaßen meinen Tagesablauf machen. Was man mit dir nicht alles machen kann, ich finde das jetzt sehr persönlich. Ich habe dir ja gesagt, jetzt für die letzten Minuten, die wir noch haben, es gibt Zufallsfragen. Ich hatte für die Sendung mit Tobias Meyer gesagt, Leute, schickt Fragen, aber schickt allgemeine Fragen, die man immer wieder verwenden kann. Viele von denen sind Quatsch und Mist. Ich muss auch mal ein bisschen durchspielen. Ich das immer erinnert mich jetzt so ein bisschen an Inas Nacht. Echt? Ich hab das noch nie gesehen. Was ist? Erklär mir das mit den Bierdeckeln. Es gibt jedenfalls, die Frage kam in dieser Sendung noch gar nicht vor. Und ich habe hier meine Frau schon sitzen gehabt und die hat mir Fragen gestellt. Okay. Es ist was. Ging es dir dann gut dabei? Herr Weichert, wie funktioniert Liebe? Da muss man sich erstmal reindenken. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie die Frage gemeint ist. Weiß also, auch nicht, wer sie gestellt hat. Ich bin überzeugt davon, dass Liebe immer dann funktioniert, wenn aus Freundschaft, aus guten Miteinander, aus einer Chemie, die miteinander stimmt, dieser ganz gewisse Punkt überspringt und die Schmetterlinge im Bauch verursacht. Ah, ich merk's, ja. Das ist gut. Wollen wir noch eine machen? Ja, klar. Die ist aber lang. Ich weiß nicht, was es ist. Du kannst natürlich auch gerne ablehnen, aber das wird dir nicht gut bekommen. Wir hatten in der allerersten Ausgabe einen Filmemacher. Also ob das gut ist oder nicht, überlassen wir am Publikum. Wir hatten einen Filmemacher in der ersten Ausgabe hier und der hat auf jede zweite Frage nicht geantwortet. Tobias Meyer ist Bürgermeister. Tobias, ja, ein großer Schauspieler. Wir hatten einen großen Schauspieler hier und wir hatten den Bürgermeister. Aber der große Schauspieler hat auf die Hälfte der Fragen nicht geantwortet, weil es war ihm zu persönlich. Wie funktioniert Liebe?
Wie ist es, wenn man verliebt ist? Superkraft. Das war übrigens auch eine Frage in der allerersten Sendung. Die Superkraft-Frage kommt bei diesen ganzen Karten immer wieder vor. Also ich denke mal, das hat nichts mit Schauspieler zu tun, sondern mit Souveränität. Die man als Schauspieler, sollte man als Schauspieler vielleicht mitbringen. Sind auch nur Menschen und haben auch nur einen Beruf. Das stimmt. Die einen haben es, die anderen nicht. War glaube ich, Laiendarsteller. Ich weiß es nicht. Es war also jemand, der in Leipzig Filme macht, aber nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich war schlecht vorbereitet. Der Schauspieler hatte mir nicht so einen schönen Zettel ausgedruckt. Für das ist gut. Den kriegst du nicht mehr mit. Den kannst du nicht jemand anderen dann geben. Ich möchte, dass das hier bleibt. Superkraft. Hätten Sie lieber die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen, Gedanken lesen zu können oder die Zeit einzufrieren? Jetzt gerade die Zeit. Weißt du, schön hier ist. Nochmal, also unsichtbar machen, Zeit einfrieren. Was oder Gedanken lesen. Dann würde ich fürs Gedanken lesen. Gedanken lesen, ja. Das hätte ich dir nicht zugetraut. Ich hätte gedacht, dass du ein Typ bist, der sagt, du möchtest das gar nicht wissen. Jeder behält seine Gedanken für sich. Das ist das Recht des Einzelnen. Das ist klar, aber in den drei Alternativen war mir das Beste. Die Zeit nicht? Nee, das möchte ich nicht. Du könntest schneller mit dem Fahrrad unterwegs sein. Die Leute würden staunen, was du für Zeiten hast bei deinen Sachen. Ne? Da düst du dann ab. Aber ich finde, da finde ich gut. Gedanken lesen. Und was? Findest du es nicht gefährlich? Du kommst dann in die Familie rein, du gibst Weihnachtsgeschenke, du bekommst Geburtstagsgeschenke und alle wissen, oder du weißt dann sofort, was die Leute von dir halten, denken. Und es ist nicht immer nett, glaube ich. Ja, da kann man sich nächstes Weihnachten eine andere Familie suchen. Ja. Aber ich glaube, wenn man... Naja, ist doch so, oder? Siehst du, da lacht sogar der Stammtisch. Das ist, guck bei dir vielleicht, oder wenn dann morgen auch noch jemand zu, die Leute wissen jetzt, das ist, ist ein Bier gewesen und jetzt ist noch so ein kleines Stückchen weg, schon erleben wir einen ganz anderen Michael Weichert. Nennen Sie einen Künstler, Schriftsteller, Musiker, Bildhauer, der in Ihren Augen vollkommen überbewertet wird. Aus jedem Bereich. Schriftsteller, Künstler. Künstler, auf welchen Sinn auch immer. Kann alles sein. Wehe, vorsichtig. Also ich nichts würde in Bezug auf die Sendung. In der heutigen Zeit, weil wieder ganz viel davon gesprochen wird, würde ich Karl Marx nennen. Okay. Jetzt gerade in Bezug auf die letzten Wochen, mit diesem, was dann hochgefahren wurde, auch hab das ja auch in anderen Ländern im Radio verfolgt. Also diese ganze Berichterstattung. Warum? Jetzt brauchen wir ein Warum für die Leute, also die haben, sich jetzt... Wir haben halt 100 Jahre lang... 70 Jahre lang gelernt und gewusst, dass Karl Marx überhaupt keine Antwort auf die Fragen der Zeit hat. Und jetzt wird so getan, als wäre das wieder eine Alternative. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Okay, dann haben wir das. Wie möchten Sie, na das ist doch, wie 63 war, wie möchten Sie Ihren Lebensabend verbringen? Aktiv, möglichst gesund natürlich. Ja. Du hast dir da gar keine Gedanken drüber gemacht? Im Kreise der Lieben, daheim, mit dem Hund auf dem Schoß, am Kamin sitzen, so die Klassiker. Also meine Form von Aktivität und Gesundheit ist, unterwegs zu sein. Ja. Und mit immer wieder neuen Menschen zusammenzukommen, weil das ist das Schönste, was einem Leben passieren kann. Besser als Hund und heimliche Familie. Das ist gut, das ist gut. Das sind alternative Antworten zu Dingen, die jeder eigentlich auf eine ähnliche Art und Weise sonst beantwortet. Könnten Sie mit sich selbst auf engstem Raum zusammenleben? Nein. Warum? Also man braucht einen gewissen Quadratmeter und Kubikmeter Radius, um gut atmen zu können und sich nicht auf den Keks zu gehen. Ja gut, aber du lebst ja mit Menschen zusammen oder hast im Laufe deines Lebens immer wieder mit Menschen zusammengelebt. Es geht ja darum, könntest du mit dir selbst praktisch zusammenleben. Was wären die Eigenarten, die das eben verhindern würden an dir? Was schätzt du an dir so, sagen wir mal, nervig, verstörend etc. ein, dass du sagen würdest, lieber ein bisschen Abstand. Getrennte Wohnungen wären für mich und Micha ganz gut. Also das kann ich nicht beantworten, jedenfalls nicht ehrlich. Du könntest jetzt nicht einfach so einen kleinen Makel, den du hast, den könntest du nicht preisgeben, dass du... Das hat ja nichts mit Makel zu tun. Ne. Jeder hat ja seine eigenen Macken, die er auch irgendwann akzeptiert im Leben. Ja, ja. Jedenfalls, je älter man wird, desto alternativlos, aber das, um wieder mal bei dem schönen Wort zu sein. Ich habe jetzt also die Frage so assoziiert, dass ich gesagt habe oder gedacht habe, wenn es zum Beispiel kleine Baderäume gibt, ja,
was ja in manchen Wohnungen so ist, oder kleine Küchen und man ist dann zu zweit dort, dann kann man machen, was man will, es fängt irgendwo an, ohne dass man weiß, warum, ja. Dass es ein zu viel wird. Ja. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es in zu kleiner Wohnung auch oder zu kleinen Räumen auch mit mir selber zu eng wird. Okay, also es gibt, ne, du würdest ja nicht sagen, gibt ja auch Leute, die dann sagen würden, nee, ich bin so ein umgänglicher Typ, ich bin so toll, also jeder will gerne mit mir auf engstem Raum zusammenleben. Robert, was sagt denn die Zeit? Entschuldigung, Carlos, fürs Internet. Die Leute müssen doch wissen, von wem wir reden. Wir haben noch so ein bisschen. Das Lustige ist, er heißt Carlo. Er heißt Robert Carlo. Er heißt Carlos, weil auf seiner Visitenkarte ist das S. Carlo, erklär es mal selber. Ich lese dabei die nächste. Künstlername fürs Internet. Ja, und interessant ist, er guckt auf die Uhr und sagt, wir haben noch so ein bisschen. Ja, das ist gut. Ja, das ist, vorhin hat er gesagt, 23:21. Sagt er, wir haben noch so ein bisschen. Du weißt doch, wie das ist. Je später das dann wird in so einer Kneipe, umso schlechter kann man die Uhr lesen. Für die Aufzeichnung ist eigentlich die Uhrzeit dann später irrelevant. Ja, aber der Micha muss doch nach Hause. Hast du nicht gehört, das ist dann Bettzeit auch mal irgendwann für mich? Mach auch gerne eine Zugabe, kein Problem. Wie bereiten Sie sich am Abend auf das Zu-Bett-Gehen vor? Das passt zum Thema. Fantastisch, nicht wahr? Wie bereiten Sie sich am Abend auf das Zu-Bett-Gehen vor? Es steht hier wirklich indem drauf. Indem ich die ganz normalen menschlichen Toilettengänge mache, inklusive Zähneputzen und Händewaschen und oder Duschen. Das wollten die Leute jetzt zu Hause wahrscheinlich wissen. Der Weicher, der nimmt doch bestimmt ein Glas und dann packt er seine Zähne dann dort rein. Das wollte. So ist so dick. Ich hab sie noch alle. Noch alle drin. Ich meine alle Zähne. Nein, und dann nehme ich ein Buch und richte mir die Nachttischlampe so ein, dass ich meine Frau nicht störe beim Schlafen und dann lese ich noch ein bisschen. Was ist das aktuelle Buch? Ich lese gerade die Biografie von Wolf Biermann. Okay, das ist doch aber... Und davor habe ich Unter Leuten gelesen von Juli C. Ja, ich bin schöne Brandenburger Geschichte. Also ich fange sehr viele Bücher an und dann langweilen die mich wirklich nach 50 Seiten, dann höre ich dann die muss, aber auch. Dann muss ich die weg. Es gibt so viele Bücher, dass man sich nicht zwingen muss. Das muss man dann, das ist dann nicht. Ja. Was zeichnet Menschen aus? Das ist ein Thema, da glaube ich, kannst du zu sprechen. Was zeichnet Menschen aus, denen sie blind vertrauen? Zuverlässigkeit und Charakterstärke. Aber Zuverlässigkeit ist das Wichtigste, ja. Okay. Ja. Wovon verstehen Sie deutlich weniger, als Sie eigentlich davon verstehen müssten? Ich glaube, von fast allem, was du heute angesprochen hast. Ja? Ich bin so der Generalistentyp. Das heißt, ich habe viele Erfahrungen gemacht, aber immer an der Oberfläche. Und ich bin nicht der Experte oder Fachmann. Wenn man dann richtig reingehen würde in fachliche Themen, dann muss ich dann auch ehrlich sagen, bis dahin geht es bei mir und nicht weiter. Okay. Aber das ist. Also, das hat natürlich auch was zu tun mit den Jobs, die ich gemacht habe, als Unternehmer, als Kneiper, als Seelsorger am Tresen. Du hast ganz viel gehört, da kriegst du eine ganze Menge mit, aber deswegen habe ich jetzt nicht Psychologie oder Soziologie studiert. Ja? Und in der Politik ist genauso. Ich war 6 Jahre lang Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. Ja. Du musst. Eigentlich auf alle Themen, die du gefragt wirst, musst du eine Antwort geben. Das weißt du auch, weil dich deine Leute auch ein bisschen fit gemacht haben. Aber wenn dann die dritte, vierte Frage im Detail kommt, dann muss man so ehrlich sein und sagen, dann bitte fragt unsere Fachfrau oder unser Fachmann, die dafür im Ausschuss sitzt. Das haben auch wieder das Thema, das haben auch nicht alle. Die Fähigkeit dazu zu sagen, meine Kompetenz endet hier, das müssen wir auf eine andere Ebene heben. Es gibt Leute, die dann einfach sich weiter um Kopf und Kragen reden und versuchen dann noch diese Position zu wahren. Gibt es genug, könnte ich jetzt Beispiele nennen, mache ich aber nicht, der Abend ist zu spät, der Gast zu nett, die Zeit zu schade. Mit welchen 3 Leipziger Prominenten würden Sie sich in einer WG wohlfühlen? 3 bekannte Namen, die umgänglich sind, wieder auf engstem Raum vielleicht oder WG. Also Anke Geißler. Ja. Wir brauchen immer so ein kleines bisschen noch den Hintergrund. Mario Schröder. Warum du dich dafür entscheidest. Und Ronald Jors. Okay. Ja, weil der Herr Jors, der kommt natürlich, du bist relativ klein. Wenn was oben auf dem Regal steht, der Herr Jors ist so groß, dass der Herr Jors das dir runtergeben kann. Warum die anderen beiden? Für deine WG, warum die Wahl der Leute? Also Anke Geißler hat einfach, also wir kennen uns schon ewig und sie verkörpert für mich eine so tolle Kabarettistin und vor allen Dingen Charakterdarstellerin, dass ich jedes Mal fasziniert bin. Also da würde ich sagen Faszination. Ja. Mario Schröder ist so
die weltläufige Figur, der hat eine Company mit 40 Leuten aus 25 Ländern, mit denen der allen klarkommt. Also da würde ich mich gerade bei internationalen Projekten sehr gut aufgehoben fühlen. Und Ronald Jors ist, finde ich, ein toller LVB-Geschäftsführer, dem man nachsagt, wenn der auf dem Hauptbahnhof den Fuß auf die Schiene legt, weiß der, welcher Typ von Straßenbahn in Möckern gerade am Straßenbahnhof rausfährt. Und es ist ein tolles Unternehmen, der hat da ganz viel damit zu tun. Und ja. Ja, den habe ich auch auf keiner Pressekonferenz noch nie, egal wie stressig und hektisch es war, noch nie irgendwie außer sich erlebt, also genervt oder überfordert, sondern es ist einfach ein Mensch, der der versteht, dass nicht immer alles geradeaus geht. Und wenn auch mal was schief, es gibt kein Stativ auf dieser Welt, das auf die Höhe hochgeht, dass man ihn nicht leicht von unten zeigt. Ja, das heißt, gibt immer irgendjemanden, der auf eine Kiste steigen muss oder er muss in die Knie gehen. Das macht er auch ohne Probleme, weil er weiß, er hat eine andere Körper. Eine ganz andere, das von dem Wolfgang Tiefensee. Kommt aus dem Sport, hat seinen Beruf von der Pike aus gelernt. Ja. Also das macht ganz viel Bodenständigkeit aus, ganz viel Fachwissen und deshalb ist er genau an der richtigen Stelle, wo er ist. Jetzt kommt wieder was ganz, ganz anderes. Pass mal auf, weil unterschiedliche Leute aus Leipzig unterschiedliche Fragen. Manche Fragen sind relativ sinnlos, andere gehen so ins Detail. Na, wie funktioniert Liebe? Aber wie funktioniert, da kann man alles reindeuten. Das Wichtige ist, wie du das jetzt beantwortest. Wie funktioniert der Kreislauf des Lebens? Da kannst du alles draus machen. Ich habe in der Serengeti mir das angeguckt, wie der große Kreislauf der ganz vielen Arten funktioniert. Ja. Also dieser Kreislauf, der nach dem Wasser geht, ja. Und der damit endet, dass die Tiere und die Arten, die das nicht schaffen und nicht mehr versorgt werden, dann eben auch sterben und dann aber sich auch, das auf Leipzig übertragen. Auch zersetzt werden und sozusagen auch trotzdem noch eine Funktion haben für die Erhaltung des Kreislaufes. Das lässt sich auch für den Menschen sagen, wobei wir die einzige Art sind, die nicht lebensfähig geboren wird und die leider Gottes auch sehr oft nicht mehr lebensfähig endet. Das finde ich ein ziemliches Drama, weil das zunimmt und ich habe das auch persönlich in meiner Familie. Also ich wünsche niemandem eine Demenzkrankheit, trotzdem muss man einfach damit rechnen, dass jeder Zweite, der über 80 wird, so eine Krankheit bekommt. Also wenn man gerne 80 und älter werden will, ist die Wahrscheinlichkeit mindestens 50%. Das muss man auch dann wollen. Und Leipzig, finde ich auch, es gibt einen ganz großen Kreis. Wir sind ja Bürgerstadt und Musikstadt und Bachstadt und Buchstadt und was weiß ich nicht alles. Aber eins sind wir ganz besonders, nämlich Bürgerstadt. Und das ist so ein Kreis, der hat vor knapp 1000 Jahren, spätestens 1165 angefangen, als wir Stadt- und Messerecht bekommen haben, weil dadurch wurden wir international und dann zieht sich das durch die ganze Geschichte. Nächster Punkt ist vielleicht die Gründung der Universität 1409, auch nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil wir politisch Verfolgten aus Prag quasi wissenschaftliches Asyl gegeben haben, bis heute davon profitieren als Universitätsstadt. Und der letzte große Einschlag war die Friedliche Revolution, die unzweifelhaft von Leipzig ausgegangen ist, zumindest was den Teil friedlich betrifft, denn am 9. Oktober 1989 vor 19 Uhr wusste niemand, dass es friedlich ausgeht. Es war eher anders geplant und auch anders befürchtet. Und dass das dann friedlich gekommen ist, das ist ein ganz großer Verdienst der Leipziger. Und nur deswegen, weil sie eben nicht mit 12, 13 oder 14.000 gekommen sind, sondern mit mehr als 70.000 und alle Szenarien, die man sich vorgestellt hat, damit in Schutt und Asche, bevor sie überhaupt reagieren konnten, gelegt haben. Es gibt ein ganz schönes Bild in dem Film Nikolai Kirche, da sitzt Sodan als Schauspieler, der spielt den letzten Stasi-Bezirksgeneral Humitsch und sitzt in seiner Zentrale vor, weiß ich nicht, 40, 50 Schwarz-Weiß-Monitoren, ganz kleine, die überall auf dem Ring wiedergeben, was da passiert. Und er steht davor und sagt, mit allen haben wir gerechnet, aber nicht mit Kerzen und Gebeten. Und genau
Das war der Punkt der Friedlichen Revolution. Wo warst du? Wie hast du es erlebt? Ich war mit dabei auf dem Ring vom Augustusplatz, also Nikolaikirche, Theaterpassage, Augustusplatz. Ja klar, hatten wir Angst. Also es gab ja, das sickerte ja durch, dass die Ärzte alle Notbereitschaftsdienst hatten. Es wurde von Bereitstellung von Leichensäcken erzählt. Man wusste immer nicht, ob das alles Gerüchte sind und ob das stimmt. Aber es wurde halt erzählt, dass Blutkonserven zur Verfügung stehen. Man hatte ein paar Tage vorher gehört, wie Egon Krenz die Chinesen bewundert haben, wie sie deren Revolution die Studenten gelöst haben, indem sie nämlich ein riesiges Massaker auf den Tiananmen-Platz gemacht haben. Und es ging einen ganzen Tag, fuhren über die Käthe Kollwitz, über die Karl-Liebknecht-Straße, überall von den Ausfallstraßen kamen massenweise Mannschaftswagen mit Bereitschaftspolizei aus anderen Bezirken, siehst du ja am Kennzeichen. Also das war schon klar, hier liegt was in der Luft. Die Geschäfte mussten alle schließen um 3 Uhr, 15 Uhr. Die in den Betrieben wurde gesagt, geht nach Hause, geht ja nicht hin, heute Abend kracht's und so weiter und so fort. Also diese Stimmung war in der Stadt, es war alles dunkel, es war alles grau, es war schon angstvoll. Und dann kam eben diese Masse von Leuten, die immer mehr wurden. Und das hat dann wieder so eine Zuversicht gegeben. Und dann haben die alle Kerzen angebrannt, sich unter den Arm genommen und gesagt, reiht euch ein und wir sind das Volk und keine Gewalt. Und ja, das war der friedliche Peak der Revolution. Letzte Zufallsfrage für heute, bevor wir uns dann verabschieden. Wie hätte Ihr Leben in gleicher oder ähnlicher Funktion wohl vor 100 Jahren ausgesehen? Also der Macher, aber auch der politische Macher? Tausendsasser. Naja, vor 100 Jahren wäre ich sicherlich, wenn ich auch als Pfarrersohn zur Welt gekommen wäre, in ein geordnetes Abitur, Studium gegangen, in den entsprechenden Kreisen verkehrt. Da war ja dann, also zu meinem Geburtsbeginn oder zu meiner Schul- und Studienzeit, das war in 70er Jahren, also es wäre dann 1870 gewesen. Da gab es ja noch sehr, sehr große Konventionen zwischen den gesellschaftlichen Kreisen. Aber wenn ich mit denselben Genen auf die Welt gekommen wäre, hätte ich mich da wahrscheinlich nicht drum gekümmert und hätte als erstes eine bürgerliche Frau nach Hause gemacht, die meinem Vater vielleicht nicht gefallen hätte, oder eine Arbeiterfrau oder sowas, und hätte ich da schon bestimmt die familiäre Revolution angefangen. Jetzt würde ganz, ganz anders für dich aussehen, weil was willst du ohne Facebook? Ne? Da ist ein großer Teil vom Leben dann auch einfach weg. Wobei, Fahrrad fahren könntest du trotzdem noch? Schon immer. Ja. Könntest du es nur nirgends posten? Müsstest du es jedem erzählen oder du schreibst, oder du machst für jeden solche Zettel. Achtung, ich bin heute am Markkleeberger See gewesen. Hier für dich auch noch einer. Ich war am Markkleeberger See. Hier bin ich gefahren, da bin ich. Na, das vor 100 Jahren. Vielleicht wäre ich die Möglichkeiten. Flyer-Austräger geworden von irgendeiner revolutionären Partei. Dann zeigen, so. Wie du dich sportlich betätigt hast. So, Robert, ich grüße dich. Der Carlos heißt. Ja, im Internet, aber nur. Internet. Wir müssen das hier, das hier ist nicht Internet, da müssen wir Robert sagen. Fürs Internet ist der Carlos, ne? Ihr kennt ihn. Was sagt die Zeit? Noch 10 Minuten. Was, noch 10 Minuten? Ja, na dann, ja. Es geht wieder los. Travnik, Bürgerfahrt, wie funktioniert das Ganze? Wer jetzt Interesse hat und sagt, ich möchte jetzt doch nochmal nach Travnik, der Micha kommt mit. Kommst du mit? Ja, klar. Ja, also wer den Michael Weichert jetzt kennenlernen möchte, der hat bei der Travnikfahrt sicherlich die beste Gelegenheit. Ja, es ruft dir jemand an. Reinhard, der Reini ruft an. Reini hat was geschrieben. Darf ich es lesen? Klar. Das ist nicht mal mein Telefon, das ist das Telefon vom Robert, wie sie sagt. Michael Weichert hat mir erlaubt, dass ich fremde Telefone benutze. Das steht ja oben drauf, dann kann man es auch lesen. Sonst hätte er es ja gesperrt. Wie steht er zum ehemaligen Vorschlag der Grünen zum Veggie Day? Ehemaliger Vorschlag. Was ist denn der ehemalige Vorschlag der Grünen zum Veggie Day? Also ich finde, alle Vorschläge, die Menschen regulieren wollen, wie sie leben, finde ich ganz furchtbar. Sollte man niemals machen. Hat vielleicht was mit meiner DDR-Vergangenheit zu tun, weil ich quasi 39 Jahre lang in einem Staat gelebt habe, der auch alles vorgeschrieben hat, wohin ich reisen darf oder nicht, was ich lesen darf, was nicht, was ich schreiben und was ich sagen kann, was nicht. Und da will ich nie wieder hin zurück, und ich bin auch nicht in die Politik eingetreten, um Parteifreunde zu unterstützen, die denken, sie müssen andere Menschen belehren und
wie sie besser leben können. Ich nehme das manchmal als sehr, sehr überwiegenden Teil da, gerade hier in Leipzig, der Grünen, die das dann auch befürworten würden, wenn es hart auf hart käme. Es hat sich gewandelt, ja, richtig. Das hat was mit dem Altersdurchschnitt zu tun. Okay. Je jünger Menschen sind, desto eher neigen sie zur Dogmatik und zur Ideologie, ist ja ganz logisch. Glauben fängt immer dort an, wo Wissen aufhört. Je älter man wird, desto mehr hat man Lebenserfahrung, deshalb mehr weiß man, desto weniger braucht man Glauben. Ja? Und je jünger man ist, desto mehr braucht man sozusagen den Schutz, ich sag mal, des Glaubens. Das muss jetzt nicht Religion heißen, Ideologie ist das genau dasselbe. Und Parteien, Programme sind auch sowas. Also wer sich auf die Bühne stellt und sagt, wir wollen, sage ich zu ihm, hallo, ich will dich hören und deine Meinung ist Parteienprogramm, kann ich mir aus dem Internet runterladen. Da sind wir wieder beim Internet. Also wir als CDU, was ist denn das für eine Aussage? Ja. Ich sage, ich, Michael Weichert, ich sage das. Ja, das ist, finde ich, authentisch und dann können die Leute damit was anfangen. Aber wenn ich mich hinsetze und sage, wir als Grüne empfehlen euch, einen Veggie-Tag einzuführen, das finde ich bescheuert. Und man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass der Vorschlag völlig mit Absicht im Wahlkampf völlig missverstanden worden ist. Es ging ja nur darum zu sagen, in staatlich geförderten Einrichtungen, die eine Kantine haben, ja, kann man einmal in der Woche fleischloses Essen anbieten, was überhaupt nicht verkehrt ist, sondern völlig gesund. Ich bin groß geworden, wo es freitags Fisch und sonntags Fleisch gab und die ganze Woche gab es fleischlos, weil es konnte sich gar niemand leisten, ja, in den 50er, 60er Jahren. Und deshalb bin ich jetzt viel gesünder, nicht unbedingt, weil ich jeden Abend desinfiziere, sondern eben, weil meine Immunkräfte deshalb gut funktionieren, weil ich eben nicht immer Fleisch und Wurst und fettes Zeug gegessen habe. Also hat zwei Seiten die Medaille, aber prinzipiell, es gibt ja wirklich diese Neigung, gerade bei Bündnis 90 Grünen und gerade bei jungen Leuten, immer zu denken, man weiß es besser und deswegen muss man den Rest der Welt erklären, wie es geht und damit machst du dir keine Wähler und keine Parteifreunde. So, wir waren bei Trafnik stehen geblieben, bevor jetzt hier der Reini nochmal eine Frage hatte zum Veggie-Day. Ich hoffe, die ist jetzt damit auch beantwortet. Fand auch die Antwort sehr, sehr gut. Eine ähnliche Meinung würde ich dann auch vertreten. Trafnik, können wir nochmal besprechen? Du fährst auf jeden Fall mit, wer dich also kennenlernen möchte. Ich glaube, das ist für eine persönliche Schiene, wo man den Michael Weichert mal unpolitisch erlebt, man auf einer ganz anderen Art und Weise auch mal abends bei einem Bier zusammensitzen, dann in Trafnik in Bosnien-Herzegowina. Das ist eine gute Gelegenheit. Wann geht's los? Wo muss man sich melden? Also, wir fahren am 24. Mai, also das ist der Mittwoch vor dem Himmelfahrtstag oder Vatertag. 18 Uhr an der Oper geht der Bus los. Und wir kommen am Montag früh zurück. Also, die ganz Harten können dann von dort aus zur Arbeit gehen. Der erste Tag ist Begrüßungstag, wir kommen Donnerstagmittag an, abends mit einem kleinen Grillfest auf der mittelalterlichen Burgruine. Am Freitag ist Projekttag, da gibt es viele Projekte, Kita, Schule, auch Stadtrat, es gibt auch eine kleine Wirtschaftskonferenz mit Workshop. Am Sonnabend ist Tourismustag, das wissen wir jetzt noch nicht genau, entweder Sarajevo oder Mostar, das können wir auch im Bus noch verhandeln, wer Lust wohin hat. Und am Sonntag geht es dann nach dem Frühstück zurück. Man kann sich anmelden im Leipzig-Trafnik e.V. Ja. Wir haben eine Internetadresse, wir haben im Büro in der Magazingasse in der Innenstadt, in der Magazingasse 4, das ist dort, wo der Kristallpalast unten ist. Und wir haben natürlich auch eine Telefonnummer und sind über Facebook zu erreichen. Schöne, interessante, aktuelle Facebook-Seite. Heute ist gepostet worden, Karneval aus Trafnik. Kann man sich angucken. Okay. Was mich sehr überrascht hat, ist, man hört das jetzt, man sieht vielleicht auch die Bilder, man erwartet etwas ganz anderes, aber es ist eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, so wie ihr das organisiert, mit dem Bus ein unschlagbarer Preis. Also das ist was mich jedes Mal, jedes Jahr, wenn dann die Info per Mail kommt, es geht wieder los. Ja. Was ist es? Das liegt daran, dass niemand dabei was verdient, sondern dass das alles eben nur die Kosten sind. Was ist da jetzt der Stand gerade? Was sind die Kosten in etwa? Wir sind noch bei 150 Euro für quasi Benzin, Maut etc. Und das Hotel muss man dann auch noch bezahlen, das sind 3 Nächte. Also das preiswerteste Hotel kostet 17, aber das teuerste schon nur 27. Also in der Spanne bewegt sich das. Sagen wir mal rund 25 Euro mal 3 ist 75 plus 150 bist du bei 225. Hast das Frühstück schon drin, an 2 Abenden sind wir eingeladen, hast das Abendbrot schon drin. Im Prinzip reicht das. Ja, also ich muss auch an der Stelle nochmal sagen, das ist auf jeden Fall für den Preis ein einmaliges Erlebnis, wäre auch für jeden anderen Preis sicherlich ein einmaliges Erlebnis, weil man so etwas
doch so schnell nicht andere noch mal Kultur erlebt. Auf unserem Kontinent, ja. Gleiche Geschichte, aber sehr schwierige Entwicklung auch zurzeit, sehr problematisch und deswegen sehr interessant. Gut. Ich bedanke mich schon mal bei dir, es war sehr, sehr nett mit dir. Ich möchte noch eine Frage, komm, eine Zufallsfrage machen wir noch, ne? Eine Zufallsfrage. Schmeiß an deinen Generator. Ja, wenn ich jetzt hier noch einen zweiten Rechner hätte, da würde das dann einfach so laufen, dann kommt dann die Zufallsfrage und so habe ich hier diese Zettel. Das ist da ein denken die aber, du bescheißt, so ist es wirklich ehrlich, du suchst das hier raus. Genau, ich habe auch mal in zwei Ausgaben zuvor habe ich dann hier gewühlt, wenn mir die Fragen nicht gepasst haben, habe ich die weggelegt, habe dann gesucht, was ich, da war doch noch was Besseres. Ja. Ich kenne viele von diesen Fragen nicht, ich habe das meine Frau ausschneiden lassen und die hat das dann in den Napf gestopft. Umverteilung. Nehmen Sie drei Leipzigern etwas Glück weg und verteilen Sie es auf drei unglückliche Leipziger Einrichtungen oder Personen. Wo müsste man ein bisschen umverteilen? An Glück. Wem geht's so gut? Wer bräuchte mal ein bisschen ein ruhigeres Leben? Wer könnte mehr Stress vertragen? Also ich denke, man müsste ganz viele Aktivität und unternehmerisches Denken aus kleinen und mittelständischen Betrieben umverteilen, ohne dass es da wegkommt, aber davon etwas umverteilen in Verwaltung, ja. Weil da, wenn du da reinkommst, ich denke manchmal, da bin ich noch in der DDR, da ist tatsächlich Dienst nach Vorschrift, 16 Uhr fällt der Bleistift, egal ob da noch eine Mappe liegt, die einen Antrag zu unterschreiben hat, wo ein Bürger darauf wartet, dass er den Antrag unterschrieben kriegt und dann fahre ich erstmal in Urlaub und dann liegt das 14 Tage und der kommt rein und weiß nicht, warum er keine Unterschrift kriegt. Also da würde ich mir sehr, sehr viel wünschen. Am besten wäre mal so ein richtiger Austausch. Also ich habe das als Politiker gemacht, Perspektivwechsel nur einen Tag, aber das ist total interessant, mal für einen Tag in die Wirtschaft zu gehen oder in eine soziale Einrichtung zu gehen und dafür aber eben auch andere Leute sind zu mir gekommen und sind mit mir mitgelaufen einen Tag lang oder mitgefahren im Land rum. Das, so eine Perspektivwechsel ist. Ich glaube, das würde als festes Ereignis, also wirklich als etwas, das man wird jetzt einmal im Jahr gemacht, ja. Das ist das immer wieder bei dem Thema. Aber unternehmerisches Denken lernst du nicht an einem Tag. Nee, aber mal wirklich mal, zum Beispiel, wir haben vorhin, du hast es nur ganz kurz angedeutet, wir hatten über Bonnefs Amtsvorgängerin gesprochen, Bettina Kuttler, die sicherlich eins und eins zusammenzählen kann. Ich habe Bettina Kuttler immer als eine Frau erlebt, die, was Zahlen angeht, weiß, wovon sie spricht. Wir haben ein Sommerinterview mit Bettina Kuttler gemacht. Es ist ganz, ganz schwer, 15 Minuten an persönlichen Informationen aus ihr rauszukriegen. Mhm. Was machen Sie denn im Sommer? Ja, wenn ich im Sommer hier bin, dann schaue ich immer überall die grünen Flächen, was kostet das und die Straßenbahnen, die hier fahren, das muss nur im Denken, in der Wirtschaft, in Zahlen, in Möglichkeiten, im Haushalt, also kein persönliches Leben. Und das sind, also das tut manchmal vielleicht schon ganz gut, wenn man Leute dazu zwingt, mal mit Kindern mit dem Ball zu spielen oder einfach mal rauszugehen und was anderes zu sehen als nur Also Perspektivwechsel Finanzbuch. Tut eigentlich jedem gut. Man muss jetzt nicht unbedingt drei rausgreifen und was umverteilen, sondern schon als Anspruch. Es gibt einige Leute, denen drei Leute einfallen. Man kann auch Sachen über den Tellerrand gucken. Genau, ja. Das ist zum Beispiel welches ihrer beiden Augen erscheint Ihnen wichtiger? Ich müsste jetzt in eins stechen und du musst es entscheiden, welches du behalten möchtest. Es ist schwierig, wer kommt denn auf solche, bitte mal ehrlich, wer kommt auf solche Fragen? Aber ich würde ganz ehrlich sagen, auf das Auge könnte ich eher verzichten, auf mein linkes, weil ich das Gefühl habe, durch meine Rechtslastigkeit. Nee, ich brauche beide Augen wegen Fahrradfahren. Nee, gleichzeitig noch Facebook auf dem anderen Auge und Fahrradlenker am. Wegen der Dreidimensionalität. Fürs Fahrradfahren. Und das ist auch wichtig im Leben, dass man immer dreidimensional denken kann und auch fühlen kann und sich dann auch entscheiden kann. Ja? Sobald es zweidimensional wird, dann werde ich etwas. Keiner nimmt dir das plakativ. Es nimmt dir keiner ein Auge weg. Es ist nur die Frage, welches erachtest du als wichtiger? Hast du nicht das Gefühl? Beide sind gleich. Bist du links oder Rechtshänder? Ich bin Rechtshänder. Hast du nicht auch das? Also ich habe jetzt. Robert, wie geht's dir denn? Hast du nicht das Gefühl, dass das Auge auf der Seite, und übers Internet, frag doch mal Carlos, aber Carlos muss länger warten, weil es geht übers Internet mit dem Stream mit Zeitversatz. Wenn der Carlos jetzt das Internet anguckt, dann wird er erst 10 Sekunden, 20 Sekunden später mitkriegen, was wir wollen von ihm. Ja. Hast du nicht das Gefühl, dass ein Auge von deinen Augen wichtiger wäre als das andere? Das ist ganz schön still in der Rumpelkammer, ich denke, es passiert gleich was, gleich knallt's. Ja? Hallo? Hast du nicht das Gefühl, dass... Bin ich jetzt der Einzige, der das Gefühl hat, dass mein linkes Auge weniger wichtig ist als mein rechtes? Das kann gut sein.
das sagt nichts darüber aus, wie ich wähle. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass wenn das linke Auge jetzt weg wäre, wäre das angenehmer als das rechte. Das kläre ich noch. Ja, ich glaube, das wird eine eigene Internetseite. Noch mal, du wirst oder auf keinen Fall noch mal eine Sendung drüber gut, machen. Da brauchen wir hochkarätige Gäste. Bettina Kuttler kann sicherlich etwas dazu sagen, weil ob ich nur noch ein linkes und ein rechtes Auge habe, das rechnet sich sicherlich auch im Haushalt irgendwo. Ja. Wie ich die Dinge angehe. Ja, auf jeden Fall wird die Brille dann billiger. Das ist also, das, ja sowas. Sowas hätte Frau Kuttler hätte sowas sofort auf dem Schirm. Ja. Die Brille wird günstiger. Macht sie ja nur noch ein normales Glas. Ja, genau. Sowas ist die, da ist sie ne, sofort. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie einen Termin. Du hör auf die Uhr zu gucken. Du darfst gleich nach Hause gehen. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie einen Termin absagen müssen, auf den Sie schlicht und ergreifend keine Lust haben? Also es ist wirklich nicht so, dass du es nicht schaffst, sondern du hast einfach auf irgendwas, merkst du, ach, das ist mir heute zu viel, will ich nicht. Gehe ich trotzdem hin. So pflichtbewusst kannst du gar nicht sein. Du bist doch gar nicht mehr aktiv an der Politik beteiligt. Nein, das hat damit nichts zu tun, sondern ich habe im Laufe des Abends schon mal gesagt, dass Zuverlässigkeit ein ganz wichtiger Teil ist und ich möchte gerne auch denen gegenüber zuverlässig sein, mit denen ich zu tun habe und wenn ich einmal zugesagt habe, dann gehe ich auch hin. Das sind sehr, sehr gute Schlussworte, weil dann können wir nämlich jetzt sagen, wir sind zuverlässig und wir hören jetzt auch pünktlich auf. Robert, wir sind pünktlich, oder? Carlos? Ja. Okay. Das war Hinzmann Live. Erstmal in Leipzig, in der Rumpelkammer, Dresdner Straße 25. Neben mir saß Michael Weichert. Im Verlauf des Abends, du sitzt jetzt immer noch hier, du trinkst auch noch in aller Ruhe aus. Wir gehen dann noch raus, wenn hier alles aus ist. Wir spielen zusammen noch Frisbee, dass der Micha mal lernt, was gut für ihn ist. Ich weiß nicht, ob das verboten ist, wenn wir hier quer über die Kreuzung spielen. Es kommt ja nicht mehr so viel an Verkehr. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder am Montag um 22 Uhr auf davidhinzmann.de, auf Twitch, hier in der Rumpelkammer oder wo auch immer. Vielleicht im Nachgang in der Mediathek. Gibt die ganze Sendung dann sicherlich auch nochmal zum Ansehen. Da kann man dann nachvollziehen, was hier heute Abend passiert ist, wenn man das denn möchte. Ich bedanke mich bei dir. Ne? Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ja? Leipzig, du hattest tolle Fragen und dich das total sind, das, gut vorbereitet. Das sind die. Da, ich, na, sowas drucke ich mir für jeden meiner Gäste aus. Besonders, wenn sie so sympathisch sind wie du. Vielen lieben Dank. Dankeschön. An daheim. Dankeschön an Carlos, der hier in der realen Welt Robert heißt. Bis zum Montag. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.